Herzlich willkommen hier bei Simrace TV am Montagabend. Mein Name ist Lutz Enger und ich begrüße euch hier zur Übertragung des 10. Laufs oder des 10. Renntages von Simrace.net. Und wir fahren hier den GSMF Porsche GT3 Cup und wir sind heute auf der sensationellen Strecke von Spa-Francorchamps. Und ich muss jetzt direkt mal so ein bisschen gucken, ob wir schon, nein, ich bin noch alleine. Der Jens Purkott, mein Co-Kommentator, wird etwas später kommen. Der hat noch familiäre Verpflichtungen. Ich in meinem Alter habe entweder keine Familie mehr oder keine Verpflichtungen mehr. Völlig egal. Jedenfalls sind wir hier getreu dem Motto, ohne Arme keine Kekse, richtig bei der Sache. Und wir werden richtig, richtig viel Spaß haben, denn wir haben 36 Piloten, die sich jetzt im ersten von zwei Qualifyings befinden. Und wir schalten mal live auf die Strecke und schauen mal, ob wir hier schon mal erste, erste Eindrücke finden können. Und ich könnte mir vorstellen, da könnte was gehen. So, Augenblick. Wir bitten mal die Regie, ihres Amtes zu walten und und jetzt funktioniert das auch. Ja, herzlich willkommen hier nochmal in Spa-Francorchamps. Wir sehen die beeindruckende Boxengassenanlage, von der die Teams in der Realität ja nicht so wahnsinnig begeistert sind. Das ist wohl alles schon ein bisschen altertümlich, aber wir sehen hier genau das, was Spa-Francorchamps ausmacht, nämlich die Einfahrt hier zu Eau Rouge, diese halsbrecherische, wahnsinnige Kurve, die aufgrund der baulichen oder ja der geologischen Gegebenheiten so angelegt werden musste. Man hatte hier früher einen Kurs, das war eher ein Rundkurs, also vier Kurven und vier lange Geraden. Und irgendwo kam die hier unten rechts, da wo man da noch so ein bisschen wo die Leitplanke da aufhört, da kam die alte Strecke irgendwo raus. Und man musste irgendwie auf diesen Berg hochkommen nach dem Umbau und hat dann halt gesehen, naja, da kommen wir nicht weiter rechts rüber, also müssen wir da runter und dann irgendwie so einen Bogen da reinbauen. Und das hat man dann gemacht und daraus ist, glaube ich, die berühmteste Kurve im Motorsport geworden. So, momentan noch keine Zeiten, von daher gibt es noch nicht so wahnsinnig viel Spannendes zu erzählen, aber wir suchen uns mal jetzt hier ein, da haben wir nämlich den Alex Rambo. Das dürfte der, ja, wieder mal, denke ich mal, derjenige sein, der hier am ehesten die Pole sich holen wird. Das hat er bereits diese Saison bereits mehrfach getan, eigentlich fast immer. Und hat sie, glaube ich, auch immer geholt. Und das ist dann nochmal eine Geschichte. Aber Spa-Francorchamps ist halt fahrisch nochmal ein Ticken anspruchsvoller als alles andere, was wir bisher hier gefahren sind. Jetzt hat er sich hier mal durchgemogelt. Das war aber unter Hilfe oder unter Hilfestellung seines Gegners. Also normalerweise im normalen Renntrim funktioniert das so einfach ganz sicher nicht. Ja, wie gesagt, also wir sind, was das ganze Prozedere hier betrifft, doch relativ nah an der Realität, bis auf die Tatsache, dass wir hier an einem Rennabend zweimal 30 Minuten fahren. Es gibt zwei Qualifyings, es gibt ein Pre-Qualifying für alle und dann gibt es noch ein sogenanntes Top-10-Qualifying, wo nochmal die Top 10 eine Viertelstunde Zeit haben, ihre beste Runde zu fahren. Deswegen orientieren wir uns jetzt gar nicht so sehr. Momentan René Herzig mit einer 2:17.645 ganz vorne. Auf Pole will ich noch gar nicht sagen. Also von daher, richtig. So, und danach gibt es ein kurzes Warm-up und dann gehen wir relativ zügig, oh ja, da macht einer aber ganz brav Platz. Danach gehen wir relativ zügig in die ersten 30 Minuten. Das werden heute 13 Rennrunden sein. Die Kalkulation, also wir sagen grundsätzlich, wir fahren hier 30 Minuten, aber das wird immer umgerechnet auf die Rundenzeiten der letzten Saison. Jetzt sind die aber dieses Jahr hier irgendwie, haben die noch ein paar Sekunden gefunden, sind jedenfalls deutlich schneller und somit sind wir dieses Jahr hier 13 Runden unterwegs. Und ja, dann werden wir mal schauen. Also ich denke mal, der Tank ist groß genug, auch für 13 Runden. Wie weit die Reifen das allerdings mitmachen, das werden wir spätestens um 20.10 Uhr, 20.15 Uhr werden wir das sehen. So, spannend ist aber die 10. Position. Jetzt haben hier fast alle Zeiten. Christian Rückert ist momentan
ganz vorne. Wir bleiben jetzt trotzdem mal hier bei Alex Rambo. Der hat nämlich im ersten Sektor hier nur 77.000stel Vorsprung. Nur muss man deswegen sagen, weil das doch ein bisschen ungewöhnlich ist für ihn. Also wir hatten hier schon Qualifyings, wo er mit fast einer Sekunde Vorsprung auf die gesamte Runde dann auf Pol stand. Aber gut, noch muss er ja auch nicht Vollgas geben. Er muss sich ja bis jetzt nur in den Top 10 qualifizieren. Aber bisher stand er wirklich in beiden Qualifyings meistens immer vorne. Jetzt ist erstmal Christian Rückert dahin gefahren. Den zeigen wir mal hier. Genau, und hinter ihm fährt sein Teamkollege, der Thomas Wickler. Ja, und auf Platz 3 dann René Herzig hier im Jägermeister Porsche. Übrigens für unsere Zuschauer, die sich hier fragen, Mensch, ihr fahrt hier sowas von prominente Logos und Markenzeichen, die sind alle genehmigt. Also wir haben tatsächlich die Genehmigung von allen Sponsoren, die hier auf den, oder von allen Marken, die hier auf den Autos abgebildet sind. So, weiter geht's. Gehen wir nochmal zum Alex Rambo. Ja, und immer nur noch 57.000stel und da, da ist vor ihm einer abgeflogen. Ich weiß es nicht, ob er auf dem Gas geblieben ist oder nicht. Theoretisch dürfte er es nicht. Wir werden es sehen an der Endzeit. Na, er ist vom Gas gegangen. Zweiter Platz momentan für Alex Rambo und das haben wir diese Saison wirklich noch nicht so häufig gesehen. Normalerweise eine Runde und die ist nicht mehr zu knacken. Wir konzentrieren uns aber auf Platz 10 und da ist es so wie immer, Sandro Petrugello oder Marco Meyer, natürlich wieder der Sandro diesmal, ist hier momentan auf der 10. Position, sein Kollege Marco Meyer auf der 11 und das wird die Frage sein, ob der, jetzt ist Julian Siedenbiedel auf die 8 gefahren und hat damit den Sandro auch aus den Top 10 verdrängt. Somit ist jetzt Micha Würz der 10. Der war vorher auf 9 und der Sandro ist auf 11. Jetzt gehen wir aber trotzdem mal zum Marco Meyer und schauen mal, was der jetzt hier zu Rande fährt. Entweder habe ich ein kleines Männchen im Ohr oder ich höre hier Stimmen oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. So, der Marco hat einen Rückstand auf Platz 10 von ungefähr anderthalb Zehnteln. 26.000stel Rückstand auf den Sandro Petrugello und der wiederum hat 0,14 Sekunden auf Micha Würz. Allerdings, wenn ich mir die Abstände hier insgesamt so anschaue, ist das relativ, wie soll man sagen? Also da sind nie mehr als 3/10 zwischen einer Position. Also das kann noch alles Mögliche hier geben. Wir schauen mal, was der Marco jetzt hier macht. Ja, das wird mit Sicherheit keine Top-Runde. Er hat jetzt schon 3 Sekunden Rückstand. Gehen wir mal zu seinem Teamkollegen, zum Sandro, der ist noch in seiner Warm-Up-Lap. Und dann gucken wir mal auch nach unserer zweiten Wertung, weil wir fahren ja hier eine Gentleman-Cup-Wertung in der eigentlichen GSMF-Cup-Wertung. Das heißt, zum 6. Rennen oder mit Beginn des 6. Renntages wurde hier diese Wertung aktiviert und die bis dahin ab Platz 20 Platzierten, in der Meisterschaft Platzierten, fahren hier den Gentleman's Cup. Und da ist momentan tatsächlich der Maxi Wolter auf Gesamtplatz 12 führend. So, Sandro geht auf seine schnelle Runde, aber es hat sich schon wieder alles geändert. Sandro ist mittlerweile schon nur noch 13. Da nämlich Andreas Oerlich jetzt hier auf die 10 gefahren ist und somit ist auf 11 Micha Würz. Dann gucken wir erstmal zu dem, weil der ist nämlich auf einer schnellen Runde und der hat vorhin im Training relativ gute Zeiten hier gefahren. Niedrige 17er Zeiten, aber wir sind im Alex Rambo ist mittlerweile auch auf der Pole angekommen mit etwas über 3,5 Zehntel Vorsprung vor René Herzig und Achim Krause. Also von denen, die wir da vorhin
gezeigt haben, Christian Rücker, Thomas Wickler, die sind jetzt schon wieder mehr, naja, ins Mittelfeld nicht, aber auf Platz 4 und 5 durchgereicht. Also BMS Racing hier doch wieder richtig stark, wobei der Robin Hasse heute Qualifying-Verbot hat. Oh, der Micha kommt in die Box. So, dann schauen wir mal. Er ist aber nach wie vor noch Elfter. Also schauen wir mal zu Maxi Wolter. Ja, Michael ist jetzt schon Zwölfter. Warum das denn? Wer ist denn da jetzt reingefahren? Der Julian Siedenbiedel, habe ich das jetzt richtig gesehen? Ich glaube ja. Julian Siedenbiedel hat sich momentan den 10. Platz geholt. Wir haben aktuell, ich lasse mich schauen, tatsächlich 35 aktive Fahrzeuge. 36 müssten es sein. 36 sind genannt für heute. Aber werden wir sehen. So, der Julian jetzt mit 1,1 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Und wir gucken mal, was er haben darf. 1,5 ist momentan der Rückstand im Timing. Das heißt, er würde mit 1,1 Sekunden vorfahren bis auf Platz 6, wenn er die ins Ziel bringt. Christian Rückert holt sich in diesem Augenblick wieder die dritte Position. Nee, es ist bei Platz 11 und da ist er auch bei... Wer ist denn da jetzt vorgefahren? Mike Kolosche? Ich meinte, der war da vorher schon. Irgendjemand hat sich da reingeschmuggelt und jetzt haben wir den Sascha Landgraf auf der 10 und der Julian auf der 11 muss jetzt, deswegen bleiben wir jetzt bei dem Julian hier, muss jetzt schauen, dass er hier irgendwie noch ein paar Zehntel findet und zwar 18.000stel. Daniel Streblo auf 9, 6.000stel dahinter Sascha Landgraf und weitere 18.000stel dahinter Julian Siedenbiedel. So sieht das hier momentan aus. Also es ist wieder eng wie immer und ja, so eng wie ganz selten woanders. Das engste Qualifying aus der jüngsten Vergangenheit ist gefahren worden auf SimRacing.org zu den 24 Stunden von Daytona. Dort waren die ersten 21 Piloten innerhalb von einer Sekunde. Also das habe ich tatsächlich noch nirgendwo erlebt, aber lag auch so ein bisschen an der Streckencharakteristik. So schwierig ist das dort nicht, der Roadkurs. Irgendwie 4 Kurven und eine Schikane und das war's. Aber, und dann auch noch sehr schnelle Schikane. Aber, ja, wollen wir mal gucken, was dem Julian jetzt hier gelingt. Weil, wie sieht die zweite Zwischenzeit aus? Weil scheinbar verliert er diese Zeit ja wohl im... Ja, das ist jetzt hier aber mal gar nichts, mein lieber Julian. Das ist wohl seine Inlap. So, dann gehen wir noch mal ganz kurz. Ja, der wird da wohl jetzt nichts mehr reisen, der Julian. Der ist draußen. Andreas Oehrlich. Auch 3,5 Sekunden dahinter. Also die haben alle schon in Lab. Dann wäre Daniel Streblo der letzte Glückliche, der ins Top 10 Quali darf. Ich sehe da hinten jetzt auch keinen, der Robert Straten auf Platz 25. Upsala, na gut, das war es jetzt dann eh. Ja, der André Burger holt sich dann die Pole im G-Cup mit einem Gesamtplatz 13. Marco Meyer fährt auch noch jetzt auf die 13, verdrängt den André Burger noch. Ja, und der André muss jetzt seine Inlap fahren, genau.
Ja, also, die ersten, oder lesen wir einmal das ganze Qualifier vor, bevor der André hier ins Ziel kommt. Alex Rambo vor René Herzig in der ersten Startreihe. Zweite Startreihe für Christian Rückert und Achim Krause. Nee, stimmt ja gar nicht. Die müssen ja erst noch ein bisschen fahren. Also machen wir weiter. Platz 5 für Sascha Landgraf, 6 Thomas Wickler, 7 Sandro Petrocello, 8 Mario Schili, 9 Mike Kolosche, Daniel Streblo auf der 10. Dann Platz 11 für Julian Siedenbiedel, Andreas Oerlich auf der 12, Marco Meier 13, 14. Platz für André Burger, 15 Micha Wirz, 16 Maxi Wolter, Dennis Erner auf der 17, 18 für Dirk Sassmannshausen, 19 Michael Wenzel, 20 Axel Schweiger, Phil Ostaszewski auf der 21, auf der 22 Enrico Herzig, auf der 23 Robert Stratner, 24 Fred Drunke, 25 Andreas Borde, Jürgen Engelhardt auf der 26, 27 Kai Matt, 28 Frank Flipsen, Yves Mlekos auf der 29, Michael Bitz auf der 30, Kurt Mildenberger 31, Steffen Streblo auf der 32, Tom Krüger 33, Lars Borkowski 34 und Robin Hasse 35. Jetzt habe ich gerade irgendwie gesehen, der Phil Ostaszewski ist noch auf die 22 gefahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, der hat es noch irgendwie gepackt. Wir gucken mal so ein bisschen die. Sind noch ein paar Autos auf der Strecke. Die müssen natürlich jetzt erstmal noch ins Ziel kommen. Genau. Der René Herzig zum Beispiel. Die Zeit, die jetzt hier läuft, ist außerhalb der offiziellen Qualifying-Zeit. Das heißt, die Runde kann er nicht beenden. Er fährt jetzt hier seine Inlap. Könnte man natürlich jetzt schön ruhig fahren, wenn man nicht noch ein bisschen gucken will, was macht das Auto eigentlich so, ne? Überhaupt, weil zum Training war ja so viel Zeit nicht, gerade mal 3 Wochen. Ja, das wollte er nochmal getestet haben. Dieser Curb hier, das musste sein. So, jetzt kommt er hier rein in die Box. Alles ist gut. Ja, und da wir ja richtig viel Geld haben, haben wir auch gleich mal die gesamte Boxenanlage hier in Beschlag genommen. Nicht nur eine der beiden Boxengassen, sondern wirklich die komplette. Und ja, haben die hier oben mal zugemacht. Ihr habt es gerade gesehen. Genau. So, das war das erste Qualifying. Hoppala, jetzt muss unser Kameramann hier irgendwie mal ein bisschen. Ja, und jetzt gehen wir in das zweite. Und hoffen, wünschen und freuen uns auf richtig viel Spannung mit den Top 10 jetzt hier. So, und dafür kommt der Alex Rambo auch schon gefahren. Da ist er. Er hat wohl gemerkt, dass es hier überhaupt nichts bringt. Sich auf, ja, das eigene Können zu verlassen auf dieser Strecke. So, er kommt auch wunderbar bei Grün hier aus der Box und ist natürlich auch der Erste. So, und ich sehe Sandro Petrocello, Daniel Streblo, René Herzig, Christian Rückert, Mario Schili und Thomas Wickler sind ebenfalls in der Box, in der Boxengasse, also sind unterwegs.
Ja, da sieht man ja die heißen Verfolger. Ja, und wir werden mal sehen, was der Alex jetzt hier für eine Zeit abreißt. Wir hatten im ersten Qualifying drei Fahrer unter 2 Minuten 17, also mit 2:16er Zeiten. So, und ich sehe, mein Bester, Allerbester, der Weltbeste, der überhaupt der Tollste und Schönste und mein Co-Kommentator ist da. Hallo Jens. Würdest du sagen, ich bin's doch nur. Ja, eben, eben. Ja, ja, hallo, ja. Endlich. Ja, wunderbar. Ja, da wir hier 7:30 schon so viele Zuschauer hatten, während die Musik lief, habe ich mich dazu entschlossen, dann mit dem ersten Qualifying zu beginnen. Und in dem Wissen, dass du ja kommen wirst, so wie deine Frauen dich lassen. Und ja, jetzt hat es ja wohl geklappt. Ja, Gott sei Dank. Ich scheine da so einen Sensor für zu haben. Oh, Papa hat was vor, dann mache ich mal richtig Party. Also, es war ein bisschen schwieriger heute, aber jetzt bin ich Gott sei Dank da und freue mich hier auf zwei tolle Rennen in Spa. Genau, genau. So, wir sind jetzt gerade am Beginn des zweiten Qualifyings und ja, 10 Minuten Zeit. Also nicht viel bei dieser Streckenlänge. Und also eine schnelle Runde nochmal in die Box, nochmal Anlauf nehmen. Und Alex Rambo hat auch genau getimt, dass er als erster hier aus der Box gekommen ist, weil er stand ganz oben und ist natürlich gleich bei Umschalten der Session rausgefahren, sodass die Ampel auf grün schaltete, als er unten war. Und ja, jetzt werden wir mal schauen, was er hier treibt. Ja, aber ich sehe es schon. Die üblichen Verdächtigen auf jeden Fall vorne wieder, wie gewohnt. War es denn eng jetzt im ersten Qualifying? Es war um den 10. Platz war es irre eng. Da ging es um ein paar Tausendstel. Julian Siedenbiedel, Marco Meyer, Sandro Petrocello. Die sind alle nicht im, haben alle dann noch ja, Probleme bekommen. Der Sandro hat es dann letztendlich noch geschafft. Und ja, wollen wir mal schauen, was die jetzt hier treiben. Ja, Marco Meyer nicht auf 11. Also das habe ich schon gesehen. Ja, 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 ja. Also da hat Julian und der Andreas Oehrlich ihm da heute einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, aber gut, auch die beste Serie reißt mal irgendwann ab. 2:16er Zeiten sind die Ansage hier heute und ja, wie tief, das wird dann, ja, werden wir in ja, 6 Minuten, etwas über 6 Minuten wissen. Ja, wieder mal sparen. Wieder eine tolle Strecke. Kommt mir irgendwie bekannt vor, als wir haben die letzten Tage schon mal da gewesen. Nein, die ist schöner hier als die, die du hattest. Die ist nämlich aktuell gepaintet. Genau. Ja, wenn auch noch von SimRacing.org, aber allerdings Vincent mit der aktuellen Meisterschaft. Ja. Ja, klar. Ansonsten ist das genau das Gleiche und es ist doch wirklich immer wieder spannend. Ich glaube, letztes Jahr war es so, da hatten wir, glaube ich, 3 oder 4 Mal Spa. Da hatten wir noch die GT1 Langstreckenserie, wo noch Spa gefahren wurde und noch irgendwas. Da war es irgendwie, ja. Also diesmal, dieses Jahr waren es nur 2 Mal hintereinander. So. Ja, schade, Alex, dass wir keine Boxenstopps haben. Hm? Ja. Richtig. So, Alex kommt jetzt erstmal über Start und Ziel. Und wird das eine 16 oder wird es keine? 17.061. Keine 16er Zeit. Deswegen gehen wir mal auf den Sandro hier. Ja, der war nur kurzzeitig auf Platz 2. Weil der war 1,6 Sekunden zurück. Jetzt ist er Christian Rückert. Haut hier eine 2:16.434 in den Asphalt. Ich glaub's ja nicht. Also da hat selbst ein Alex Rambo zu knabbern. Na, das werden wir jetzt aber mal verfolgen hier. Und damit habe ich ja nun überhaupt nicht gerechnet, bei dem Glück, was der Christian in den letzten Rennen hatte. Verschrei es nicht. Wir sind erstmal nur im Qualifying. Rennen kommen noch. Ja, ja. Aber die Hotlaps haben schon darauf hingedeutet, dass der Christian hier ganz, ganz nah dran ist am Alex. Da waren ja nur 1/10 Unterschied. Also ich traue mir hier den Pole ohne weiteres zu.
Na, wir werden es abwarten. Mike Kolosche schiebt sich auch noch an Alexandru vorbei. Ja, ich bin ja gerade jetzt etwas verwirrt, wenn auch nur 39.000, aber er ist vorbei. Also. Und Alex wird übermütig hier. Das war nicht perfekt. Alex hat aber direkt im ersten Sektor fast 6 Zehntel rausgefahren auf seine Runde davor. Müssen wir jetzt mal im Auge behalten, wie hier die zweite Zwischenzeit wird. Ja. Ja, das Problem ist, Escape ist verboten. Ich weiß nicht, ob er Sprit für 3 Runden dabei hat. Ja, 13, das war der Fehler. 13. Rückstand. Ja, nur noch ich abbrechen. Denke, er wird in die Box kommen. Ja. Weil er hat dann nur noch eine gezeitete Runde. Es ist verdammt knapp die Zeit hier heute. Christian Rückert steht da momentan vorne. So, Achim Krause hat noch gar nichts gemacht. Der hat doch noch, da läuft da noch keine Zeit. Der fährt jetzt erst raus. Na, der hat ja Selbstvertrauen, der Junge. Ja, nur einen Satz Reifen anfahren. Das ist irgendwie cool. Vielleicht sagt er sich auch, ich bleib auf 10. Da bin ich sicher, da weiß ich, wer vorhin hinter mir ist. Du, weißt du was? Der Alex ist die Runde zu Ende gefahren. Er hat sich zwar verbessert mit einer 16,69, aber ist immer noch hinter dem Christian. Ja, aber René Herzig hat ja dann, weiß ich nicht, ob er jetzt noch Sprit hat für noch eine Runde, aber ja. René Herzig hat den definitiv und der ist an Mike Kolosche vorbei, jetzt ist jetzt Dritter, Mike Kolosche Vierter, wobei ich sagen muss, ich bin auch, ja nicht über mir, aber schon ein bisschen überrascht über den Mike. Ich glaube, das ist sein bestes Qualifying-Ergebnis. Wenn er dann auf 4 bleibt. Nein, bleibt er nicht. Da ist nämlich Sascha Landgraf jetzt auf die 3 gefahren. Ich hab's gerade gesehen, ja. Es ist ja unglaublich. Ja, es ist doch irre eng. Ich meine, die ersten 5 sind innerhalb von einer halben Sekunde aktuell. Ja, Herzig 4.000stel hinter Landgraf. Also da sollten wir mal echt jetzt bei Herzig bleiben. Jetzt hat er allerdings hier schon 3,5 Zehntel Rückstand. Das ist schon... Ja doch, das würde zumindest für Landgraf reichen, so er nicht noch mehr Zeit verliert. Ich habe mal so ein bisschen die Zwischenzeiten im Auge. Der Alex hat jetzt nochmal 51.000 im ersten Sektor draufgelegt. Der zweite Sektor war ja gerade schlecht, da war ein kleiner Fehler drin. Mal gucken, wie er es diesmal hinbekommt. Aber auch der Sascha Landgraf hat sich im ersten Sektor nochmal verbessert. Die Frage ist, ob der Alex noch Sprit genug hat. Also alles andere wäre dämlich, mal ganz klar. entweder fahre ich zweimal eine Runde oder ich fahre alle 3 Runden. Ja. Nur 2 Runden zu fahren und 4 Minuten vor Ende, nur 3 Minuten vor Ende an die Box zu fahren, macht ja keinen Sinn. Ja gut, du musst halt vor Ablauf der Zeit eine neue Runde beginnen und somit hast du sachlich 12 Minuten Zeit für dieses Qualifying. Also, wenn du es perfekt timest. Alex hat wieder Rückstand im zweiten Sektor, aber diesmal nicht ganz so viel. Ich habe das Gefühl, diese Zeitenschwankungen erinnern mich so ein bisschen an meinen Setup vom letzten Mal, vom Donnerstag, dass er wenig Flügel fährt. Dann verlierst du nämlich im zweiten Sektor und gewinnst im ersten und im dritten. Und er ist die Runde zu Ende gefahren mit einem 16,499 und das reicht nicht für die Pole. Und René Herzig reicht auch die Zeit nicht, bleibt auf 4. Sascha Landgraf wird hier auch nichts mehr reisen, hat schon 7 Zehntel Rückstand. Alex Rambo, ja, die Zeit, er ist jetzt nochmal über Start und Ziel. Er hatte 65.000stel Rückstand auf Christian Rückert in der letzten Runde und die muss er jetzt noch irgendwo finden. 20.000stel Rückstand. So, und jetzt hier ist wirklich das fahrisch anspruchsvollste Stück, sehen wir mal von der Rouge ab. Da braucht man nur Mut. Ja. Jetzt macht das besser. Jetzt macht das definitiv besser. Das war nahezu perfekt. Wenn es denn auch schnell war.
Weil langsam kann da jeder perfekt durchfahren. Aber gerade so noch, dass er nicht über den Curb gerutscht ist. So, und wir kommen jetzt gleich zur zweiten Zwischenzeit und dann werden wir es wissen. Nee. Anderthalb Zehntel Rückstand. Also der Rückert muss einen sensationellen zweiten Sektor hingelegt haben. Das ist nur ein Tausendstel langsam als die Runde davor. Und da war er 38.000stel noch im Ziel dahinter. Also er gewinnt ja Zeit im letzten Sektor. Das ist das, was ich meine. Der wird ein extrem starker. Ja, ich glaube, er kommt aber jetzt hier in Verkehr. Habe ich da jetzt irgendwie Funken fliegen sehen vom Vordermann? Nee. Also ist noch alles drin. Oh! 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 Ich weiß es nicht genau, ob das ein Cut war. Nee, es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal diese Saison, oder? War das im letzten Rennen nicht auch schon so, dass der René Herz sich hinter geschlagen hat? Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Wir werden es im Warm-up gleich sehen. Oder vielleicht guckst du schon mal ins Leak-System. Also ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob er jetzt alle Poles hatte oder jetzt schmeißt er hier das Auto weg. Jetzt ärgert er sich. Das ist gut. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man in der Realität tut, wenn man Qualifying verloren hat. Ich glaube, das war macht man nur so. Einmal. In Budapest war René Herzig auf Pole. Ah ja, okay. Also ist er da wohl etwas anders drauf. Christian Rückert steht auf Pole. Das erste Mal diese Saison. Herzlichen Glückwunsch. Alex Rambo auf 2 in der ersten Startreihe neben dem Christian. Dann haben wir auf der Position 3 Sascha Landgraf, 4 René Herzig, Platz 5 für Mike Kolosche, Thomas Wickler auf Position 6, Platz 7 für Daniel Streblo, 8 Achim Krause, 9 Sandro Petrocello und 10 Julian Siebenbiedel. Ja, was ein Wahnsinn. Jetzt der Achim hat immerhin ein Problem. Der Julian ist keine Zeit gefahren. War der überhaupt qualifiziert oder ist einer rausgefallen aus den Top 10? Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir nicht sagen. Ich meine, der Julian war auf der 11. Der war nicht im Top 10 Quali. Da muss irgendjemand rausgerutscht sein. Wir gucken mal. Robin Hasse. Ja, aber nee. Enter the game. Sandro Petrocello left the game. Der ist aber hier aufgeführt als 9. Mit einer Zeit. Ja, weil er... Ja, stimmt. Also fehlt da immer noch jemand. Naja gut, wir werden es sehen. Irgendjemand fehlt mir da und den habe ich hier auch nicht in der Liste. Auch nicht in den Results. Also ist der da auch keine Zeit gefahren. Gut, dann gehen wir jetzt ins Warm-up. Also der Sandro ist momentan nicht auf dem Server tatsächlich. Und ich muss jetzt mal schauen. Nee, der steht auch nicht mehr hier in der Dings drin. Nee, der ist nicht immer salzfrei. Also das ist hier wahrscheinlich in unserem... nee, jetzt ist er hier auch raus. Ja gut, jetzt ist sowieso so alles durcheinander. Egal. Also, der Sandro bekommt noch... Was war der? Platz 7, ne? Jetzt stand es zum Schluss als 9. drin. Als 9. genau. Der bekommt den Platz 9 noch wieder und dann wäre Mario Schili auf 10 und Achim Krause auf 8, genau. Also hat das soweit gestimmt. Ja, so aus. Ja, Warm-up. Zeit für Meisterschaftsstände.
Genau, das machen wir jetzt auch sofort. Weil da haben wir natürlich wieder etwas, was der Jens gerne hätte. Ja. Ja. Wir schalten mal um und schauen uns mal die GSMF Cup Feuerwertung an. Genau. Und wenn ich sie lesen könnte, wäre ich noch viel glücklicher. Ach, das ist so Jetzt wird es langsam schön. besser. Ja, genau. Ja, fang du mal an, Jens. Ja, also der erste wirklich interessante, René Herzig auf Platz 2 mit 400. Nein, also Ehre, wem Ehre gebührt. Also Alex Rambo unangefochten, ganz, ganz dominant auf Platz 1 mit 624 Punkten. Das ist schon wirklich deutlich, also beeindruckend, jedes Mal wieder. Aber René Herzig dahinter hat sich ein bisschen abgesetzt von dem Rest auf Platz 2 mit 479. Und dahinter haben wir den Sandro Petrocelli. Wie gesagt, das ist mein Ole, der immer unauffällig fährt, aber immer so an den Top 5, Top 3 schnuppert und man sieht es, wieder Punkte verbessert. Platz 3, 429 Punkte. Sascha Landgraf, 424 dahinter. Thomas Wickler, ein ähnlich unauffälliger Fahrer, aber immer konstant vorne mit dabei. 423. Christian Rückert, 415. Der kann natürlich heute jetzt mal 416 mittlerweile. Das ist schon ganz gut für die Pole. Ja. Der kann da heute, glaube ich, mal ein bisschen Bewegung reinbringen. Also ich denke mal von Platz 6 auf Platz 3 springen ist in Spa jetzt hier wirklich möglich. Achim Krause hatte so am Anfang der Saison so ein kleines Tief auf das Gefühl. Er kommt aber jetzt zum Laufe der Saison immer besser in Fahrt. 392 Punkte. Ich denke, der kann da oben diese Gruppe noch reinschnuppern. Und dahinter dann, ja, Julian Siegenbiedel. Der Julian ist, ja, mal hopp, mal top irgendwie. Ne? Mal begeisterte uns, mal ist er wieder irgendwo im Nirgendwo. Nur sehr gespannt, wie er sich hier in Spa schlagen wird. Robin Hasse wird heute wahrscheinlich ein bisschen am Boden verlieren. Da Quali-Verbot, Platz 35. Da wird sich zeigen, ja, wo die Reise dahin geht. Dahinter aber schon den Marco Meier, unseren obligatorisch Elftplatzierten im Qualifying. Qualifying, ja. Aber auch das, ja, muss man erstmal so hinkriegen. Genau, dann kommen wir mal zu unserer zweiten Wertung. Wir haben es ja vorhin schon kurz erwähnt, die G-Cup-Wertung, die Wertung in der Wertung für die Positionen, die zum sechsten Lauf dieser Saison ab Position 20 positioniert waren in der Meisterschaft. Und da haben wir ganz oben den Phil Ostaszewski mit 114 Punkten. Ich denke mal, der hat vor allem in Ungarn nochmal richtig draufgelegt. Maxi Wolter hier 88 Punkte, also schon ein Stück weg, aber dahinter ist es halt total eng. Platz 3 für André Burger mit 84 Punkten, 78 Punkte Dirk Sassmannshausen, der vor allem in Ungarn, das war ja so super sympathisch, wie er da im Interview dann sagt, er weiß gar nicht, wie er hat dann immer nur geguckt, sagt, Mensch, ich bin da auf Platz 2 und dann auf Platz 3 oder umgekehrt, war es im ersten Lauf Platz 3, im zweiten Platz 2. Der war völlig überrascht und fand das total cool und hat sich natürlich irre gefreut. Enrico Herzig, Bruder von René Herzig, auf Position 5 mit 54 Punkten. Da ist schon ein kleiner Knick jetzt wieder drin von Platz 4 zu Platz 5. Aber auch dahinter ist es noch verdammt eng. Und wir haben ja noch 10 Rennen, also 10 Renntage. Wir sind ja mal gerade bei der Hälfte angekommen. Platz 6 für Tom Krüger mit 48 Punkten, 7 Micha Wenzel, 46 Punkte, Axel Schweiger, 40 Punkte, Fred Dohnke, 38 Punkte. Und lediglich Ole Schulz, der relativ viel Pech hat in den letzten Rennen, ist mit 23 Punkten doch schon ein bisschen weiter hinten. Vor allem in Ungarn hat er ziemlich Pech gehabt. Und dadurch auch der Abstieg, genauso wie bei Michael Wenzel, der war in Ungarn gar nicht dabei und hat natürlich dadurch jetzt Plätze verloren in der Meisterschaft. Genau. Hier haben wir noch eine Wertung. Haben wir dann überhaupt noch Zeit? Nö, eigentlich nicht. Ach, die muss Teamwertung. ja nicht starten. Ja. Teamwertung jetzt hier ganz kurz BMS Racing, klar, jetzt momentan vorne ziemlich deutlich, dadurch, dass X-Factor, die haben ja bis zum siebten Renntag hier die Meisterschaft angeführt, hatten jetzt zwei Rennen hintereinander ein bisschen Pech, aber gut, hier zählen immer zwei Autos, das heißt, da gibt es pro Renntag 80 Punkte insgesamt, also da geht schon ein bisschen was. Von daher glaube ich, dass da noch lange nichts entschieden ist. Schon gar nicht, wenn man dann sich Platz 3 anguckt mit Fastlane Racing 838 Punkten zu 840. Also zwei Punkte sind hier überhaupt gar nichts. Die sind erst dann was, wenn sie am Ende der Meisterschaft fehlen. So, Joker Sim Racing auf der 4, Jägermeister auf der 5, LSF Racer auf der 6, Car Racing 7, Next Gen Racing
auf 8, Black Forest auf 9 und auf 10 haben wir unsere Jungs aus dem Schwabenland, die hier mit ihrem Express unterwegs sind. Ja, Wickler gewinnt das Warm-up, das heißt, die Fastlane-Jungs scheinen sich immer richtig was vorgenommen zu haben. Ja, da gehe ich mal von aus. Also, die müssen auch mal noch so ein bisschen was tun, weil ja, ich glaube, dass der Herr Teigler da noch ein bisschen was sehen möchte von den Herrschaften. Also, auch der Christian ist sich sicher sich selbst und auch uns noch ein bisschen was schuldig. Ich meine, er hat ja sämtliche Vorbereitungsrennen alle gewonnen, hat alles dominiert und seitdem wir jetzt hier die Meisterschaft fahren, hat er noch keinen Sieg eingefahren. Ich denke mal, ja, der muss einfach kommen, sonst fehlt ihm einfach was. Ja. Irgendeiner fehlt mir hier. Wir haben keine Position 35, könnte aber auch das Simmers TV-Auto sein. Das wird auch So. nicht sein, weil der Robin hast du ja kein Qualifying gefahren, ist Ja, korrekt. ist schon richtig, aber eigentlich stand das Simmers TV-Auto schon auch mitten in der Grid, also mitten in der Liste. Gut, werden wir sehen. Werden wir sehen. Ich hoffe, dass das stimmt. Stimmt alles. Tja, mein Gott. Mein Gott. So, jetzt einmal tief durchatmen und Wir haben ja. natürlich gleich nur so einen ganz, ganz kurzen Sprint bis zur ersten Kurve und eigentlich ist diese Startaufstellung für uns, für die Übertragung, wirklich dankbar, weil René Herzig auf Platz 4 bietet sich da einfach an, den ins Ja, Bild zu genau. nehmen. Ne, weil der schießt nach vorne, ist dann mitten inzwischen den, aber wie gerade schon gesagt, es ist ein ganz, ganz kurzer Weg, nur bis zur ersten Kurve, die ist dann ultra eng. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Da wird es dann sicherlich eng werden, vor allem wenn da 35 Autos versuchen, irgendwie den Weg durchzuführen. Mal klar, man kann einen schönen großen Bogen fahren, aber. Ach, wir haben da schon viele Unfälle gesehen an der Ecke und Ila, ich hoffe es sowas nicht. ist wirklich, man muss sich vorstellen, man hat, ich glaube, 250, 300 Meter vom ersten Startplatz aus. Da sind schon ein paar kmh bis dahin. Also bis zum dritten Gang kommt man da locker. 160, 150, irgend sowas, keine Ahnung, ja, so in dem Dreh. Und ja, das Problem ist aber gar nicht mal vielleicht die ersten vier, fünf Autos, die sich da reinbremsen, sondern wir haben hier 35 Autos. 35. Stimmt, ein Fahrer hat abgesagt, der Andreas Braun, weil der hatte Probleme im Internet. Der kam nicht mehr ins Internet, ging gar nichts mehr. Der hat per Telefon, per Handy dann Kollegen angerufen. Ja, und somit sind wir nur 35 statt 36 Fahrzeugen. Aber die 36 kommen auf diese irre enge Lasoas, die wirklich umrahmt ist von Leitplanken. Okay, nach rechts raus hat man ein bisschen noch eine Auslaufzone, obwohl die den Namen nicht wirklich verdient. Aber ein bisschen Platz ist da noch. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich kreuzgefährlich. Und ja, wir werden mal sehen. Christian Rückert auf Pol. Wenn ich ehrlich bin, freut mich das riesig, weil er hat wirklich so viel an Speed gezeigt und er hat so unglaublich viel Pech gehabt. Ich erinnere mich Ja. noch schön auf diesen Rückenflug in Silverstone, Ja. wo er auf dem Dach liegend mit der Höhe übers Feld flog. Einfach sehr, sehr ärgerlich. Also da, er ist sicherlich unter seinem Leistungsniveau in der Tabelle zurück. Aber er hat heute ja schon mal einen Grundstein gelegt. Den Ex kann man mal auch ein bisschen ärgern und ich denke, das hat er sich auch heute vorgenommen. Also da gehe ich mal auch schwer von aus. Und wir werden aber sehen, was Alex Rambo jetzt noch auspacken kann. Das Problem ist, Spa-typisch, wir haben hier vielleicht ein, zwei Stellen, wo ein Überholen grundsätzlich möglich ist, wo aber unglaublich, na, nicht unglaublich viele, doch einige Parameter stimmen müssen, damit es auch funktioniert. Nämlich Windschatten muss da sein, vorher da gewesen sein. Man muss eventuell deutlich besser zum Beispiel aus der Rouge rausgekommen sein als sein Vordermann. Und weil man kann nicht so wahnsinnig dicht hinter seinem Vordermann durch die Rouge fahren, da geht einem der Abtrieb auf der Vorderachse verloren. Also man muss den perfekten Abstand haben, muss in den Windschatten kommen, nach Möglichkeit besser da rauskommen. Und wir haben natürlich dann hier vor der Busstop eventuell noch eine Möglichkeit. Oder die Busstop insgesamt bietet noch eine Möglichkeit zum Überholen. Man kann hier, wie man das jetzt hier gerade sehen, außen ansetzen, um dann außen diese Kurve hier zu versuchen, zumindest daneben zu kommen, um dann hier in dem nächsten Linksknick innen zu sein.
Auch die Lasoas eignet sich dann hier am Ende der Start- und Ziel, aber da ist es ähnlich wie bei der Orouge, nur noch viel, viel schwieriger. Hier muss man wirklich perfekt auf die Start- und Ziel rauskommen, um am Ende dann neben dem Kollegen zu sein, weil der schmeißt die Tür nämlich zu und rechts ist eine Leitplanke. So, und das dürfte dann das große Problem werden. So, die Herrschaften haben hier alles richtig gemacht. Wir waren jetzt erstmal nur in der Rekognoszenz-Lab. Das heißt, wir sind jetzt hier aus der Box gefahren. Wir haben jetzt hier die Formation Lab. Oh, jetzt ist das natürlich, warum ist das hier nur in dieser Mod so extrem? Ich verstehe es nicht. Gut, also ihr seht, da kommen noch jede Menge Autos. Ja, können wir jetzt nochmal kurz ins Auto schalten? Ich würde gerne Christian nochmal fragen, wie er sich fühlt. Das wäre mal sehr interessant zu erfahren. Ja. Was gerade gesagt, überholen ist hier wirklich eine wirkliche Aufgabe. Zumal Orouge, wenn man die besser treffen will, muss man hohes Risiko gehen. Und gehst du einmal zu viel Risiko ohne Orouge, ist dein Rennen, vorbei. Das ist also heikel. Aber das ist auch die beste Stelle zum Überholen, weil man danach eben wieder gerade hat. Man kann sich dann mit ein bisschen mehr Schwung ansaugen, kann hier schön auch mal zwei Leute gleichzeitig überholen. Spannend. Also Spa ist eine Strecke, die bietet so viele aufregende Stellen und Situationen und Kurven und Passagen. Also ich mag die Strecke. Definitiv. Also es ist eine der beliebtesten Strecken, wahrscheinlich nicht nur in der Realität, auch im Simracing. Egal, wo man hinschaut, in jeder Meisterschaft, irgendwo ist Spa vertreten und es gehört einfach dazu. Und ich erinnere mich an eine Liga, die hat am Ende ihrer Saison festgestellt, dass sie Spa vergessen haben und haben dann so einen Ersatz-Teammeisterschaft dann noch ausgefahren auf Spa. Das ist ja mal eine tolle Idee. Kommt denn auch sowas? So, dass die Fahrer damit noch in den Genuss kamen, auch in der Saison noch Spa zu fahren. Ja. Tja. Ja, komm. Wie üblich in der Einführungsrunde spekulieren wir mal ein wenig über den Startausgang. Wir haben gerade schon so ein bisschen über die erste Kurve gezittert, sag ich mal, und ja, also Rambo ist schon mal ein Wahnsinnstarter, aber der Christian kann es auch, und auf 4 haben wir den René. Ich denke mal, zwischen den dreien wird sich dann eine erste Kurve ausgehen, oder? Ja, vor allem Landgraf ist ja immer mal mit einem, ja, na, Fehlstart will ich nicht sagen, aber mit einem Start, der nicht so glücklich verläuft unterwegs. Also, ja, wir müssen schauen. Also ich denke schon, dass René Herzig an Sascha Landgraf vorbeikommen wird. Und das Problem ist tatsächlich Lasoas, weil es gibt tatsächlich irgendwie eine Möglichkeit, wenn man ausweichen muss, hat man eigentlich schon verloren, die Position auf alle Fälle. Weil die, die da innen sind, haben ganz klar einen Vorteil. Und das wird das große Problem sein. Also dadurch, dass dort alles nochmal zusammenstaucht, gestaucht wird, ist das natürlich sehr, sehr kritisch. Ich habe tatsächlich damit auch überlegt, ob wir nicht hier heute einen fliegenden Start machen sollen. Aber naja, gut. Wir wollen den Jungs mal jetzt nicht unterstellen, dass sie nicht fahren können. Ja, das ist immer gerade so im Hinterfeld. Das ist natürlich total verlockend. Es staut sich. Also wir werden gleich Autos parken sehen. Da kommst du von hinten an und dann willst du natürlich vorbeifahren. Stehen Autos vor dir hast. Also da werden wir gleich ganz, ganz enge Sachen sehen. Aber noch gespannter bin ich auf die Orouge. Werden wir da Autos nebeneinander sehen, dann in der ersten Runde? Heikel. Das ist nicht Christian Rückert. Den haben wir hier. Oh, die stehen auch so eng zusammen, die Autos da. Also, da kannst du nur hoffen, dass dein Vordermann gut wegkommt. Ja. So, die letzten sind noch nicht da. Das dauert hier erfahrungsgemäß. Jetzt geht's los. Jetzt sollten die Ampeln gleich kommen. Da sind die Ampeln.
Und auf geht's. Und ich glaube, Rambo ist richtig gut weggekommen. Ja, der hat ihn. Aber da ist er. Und herzlich kommt hier auch vorbei. Und Rückert geht Notausgang, schon freiwillig. Und fällt zurück bis auf Platz 4. Wie sieht's hier oben aus? Aber irgendwie alle durchgekommen, würde ich mal meinen. Upsala. Und hier oben, das sind die spektakulärsten Bilder, die man bekommen kann. Mal hier oben steht mit der Kamera. Da kommt auch mal ein Porsche hier in Augenhöhe der Kamera geflogen. Glaubt mir das. Ja, Rambo führt. Oh, da hinten hat's gescheppert. Ganz hinten hat's gescheppert, definitiv. Na, große Bewegung im Feld sehe ich nicht. Also viel kann da nicht passiert sein. Nur so kleine Überholmanöver. Irgendjemand, Marco Meier. Marco Meier hat's erwischt. Der ist hier schon auf 23. Ja, aber Rückert hat es total versemmelt, würde ich mal sagen. Er war wahrscheinlich unglaublich aufgeregt, endlich mal auf Pole. Und dann verbremst er sich direkt in der ersten Kurve. Vielleicht auch ein bisschen irritiert durch den René, den er da sehr wahrscheinlich im ganz großen Rückspiel gesehen hat, der mit richtigen Überschuss ankam, der sich von 4 auf 2 nach vorne gefahren hat. Ach, sehr ärgerlich. Jetzt kann der Alex sich direkt vorne absetzen. Schauen wir mal. Der Rest hier scheint aber trotzdem einigermaßen dran zu sein. Keine ganz großen Abstände. Nee, also auch der Track Viewer zeigt hier keinen Hinterherhinken. Und wir sind hier immer noch auf der Kamera. Und jetzt haben wir sie, glaube ich. Nee, immer noch nicht. Da kommen da wir noch kommt welche drei, durch. Die sind ein bisschen zurück, ja. Hier sogar. Boah. Mhm. Andreas Borde, den hat es ganz nach hinten geschoben. Der hat auch noch 4 Sekunden Rückstand auf. Ich glaube, den Andy Borde hat es hier auch erwischt. Ja, hier lang gerade so einen kleinen Fehler. Ups, dann gehen wir mal. Herzlich, ja, hier auch schon safe, aber Landgraf. So, jetzt gibt es hier einen Angriff von Rückert. Er versucht's, aber nee, das ist das, wie gesagt, wenn der Vordermann hier hin zur Mauer zieht, dann kannst du nur entweder bremsen oder den Unfall in Kauf nehmen. So, und Michael Wenzel, wo auch immer. Ach nee, Moment, stimmt ja gar nicht. André Burger führt den G-Cup an. So, jetzt haben wir es hier aber. Jetzt sollte es passen. Jetzt muss er. Außen hier zu zweit quetschen sich durch und Rückert ist durch. Oh, das war aber ziemlich ein Manöver von zwei Jungs, die sich hier respektieren und auch mal Platz lassen. Da hat er. Oh, Sascha, mal richtig schön mit dir. Na, ein Blatt Papier hat da nicht mehr dazwischen gepasst. Also. Nö. Ja, aber ganz stark. Er hat die Chance gesehen, da außen rum durchzuziehen und hat es dann konsequent durchgezogen. Und hat den Sascha aber noch genug Platz gelassen. Also ganz große Klasse. Und der beste Skicup-Fahrer hier, André Burger, fährt in den Top 10, nämlich auf Platz 9 im Gesamtklassement. Also das ist auch eine richtig geile Leistung. Ja, Platz 16, 17, 18, 19 haben wir direkt 4 G-Cup-Fahrer, unter anderem auch den Meisterschaftsführenden mit Finn Ostaszewski, wo der Michael, wenn es jetzt gerade ein bisschen zurückfällt, also sind es noch 3, die ganz eng zusammenfahren. Ja, er fällt ein ganzes Stück zurück. Da muss irgendwas passiert sein. Robin Hasse ist vorgefahren bis auf die 25. So, wir gucken mal, ob wir hier irgendwas sehen können. Ne, wir haben leider Gottes wieder diese blöden Lecks. Ja, hier ist irgendwas passiert. Hier war irgendein Unfall. Aber das sind leider Bilder, die können wir auf so einer Strecke mit so vielen Autos nicht liefern. Das gibt immer diese unmöglichen Lecks. So, Rambo. Schnellste Rennrunde und führt auch 2:16.797. Wahnsinn. Das ist eine Quali-Runde. Hat auch schon direkt 3 Sekunden Vorsprung auf den René. Ja. Wo auch immer der das jetzt hier herholt.
René hat sich auf der 2, auf der 3 Christian Rückert. Und der muss natürlich sehen, dass er irgendwie den Anschluss zum Herzig nicht verliert. Sascha Landgraf auf der 4 und Thomas Wickler auf der 5. Also für Freeform Graphics ist das hier, oder Fastlane Racing besser gesagt. Oh, Landgraf fliegt ab. Landgraf fliegt ab. Wir versuchen das nochmal hier. Hier jetzt funktioniert's. Er muss hier sehr auf den Körper kommen. Jo. Zu heftig über den Körper. Und dann geht's hier in die Bande. Aber er ist nicht doll eingeschlagen. Verliert aber jetzt 3-4 Plätze. Also wir gehen wieder live. Er ist bis auf Platz 10 zurückgefallen. Ja. Das wird wehtun. Das wird wehtun. Ich wollte mal eben ganz kurz auf die Zeit vom Alex eingehen. Ich meine, der ist eine 16-7 gefahren, was dann sicher schon eine wirklich Top-Zeit ist. Die wird noch grandioser, wenn man mal sieht, was die anderen Jungs gefahren sind. Das war nämlich die zweitschnellste Zeit, eine 18-4 gefahren, ja, von Christian Rückert. Alle anderen sind nur 18er, 19er oder 20er Runden gefahren und der Alex fährt ja mal eben eine 16-7, also irre. Ja gut, der fährt natürlich alleine vorne weg, da ist das immer ein bisschen einfacher. Der klappt die Spiegel weg und dann war's das. Und ja, also, boah. Ja, Robin Hasse wird gerade eben wieder durchgereicht. Wieder bis auf jetzt die 30, 31 zurückgefallen. Da war die Aufholjagd wohl doch relativ schnell beendet. So, was ist denn mit unserem Achim? Achim Krause ist auf die 14 zurückgefallen. Von Platz 9, glaube ich. Nee, von Platz 8. Ja, und auf Platz 8, wo du es gerade sagst, fährt jetzt André Burger noch Platz gut gemacht. Durch den, ja, Ausfall von dem Sascha und der Rückfall, also grandios. Also der ist hier richtig gut unterwegs und der hat vielleicht ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt in den ersten Rennen. Und somit in den G-Cup, in die G-Cup-Wertung gekommen. Aber guck dir mal dahinter die Gruppe an. Ja. Landgraf, Streb und Sieben. Erna Krause, Michael Wiertz und Maiko Losche. Ja, ja, das ganz schön zurückgefallen sein muss. Ja, der Losche hat, also muss man auch, der fährt zusammen mit Michael Wiertz und Dirk Sassmannshausen. Also Sassmannshausen müsste jetzt theoretisch weiter sein, oder? Es ist zweiter, genau. Vor Maxi, ja, Wolter, dann noch Phil Ostaszewski ist vierter. Ja, genau. So, und dann gehen wir mal gerade hin zum Phil Ostaszewski, weil der nämlich so mehr oder weniger, nee, das ist er gar nicht. Oh, René Herzig fällt zurück, René Herzig fällt ganz deutlich zurück, auf die 19 jetzt. Und ja, der rutscht noch weiter durch, sehe ich gerade. 21, ja. Achso, ich müsste natürlich auch... Und Fenster Sascha Landgraf jetzt auch wieder. Mann, Mann, was ist denn da los? Der René Herzig, 26. Landgraf wieder zurück auf die 14. Ich befürchte mal, der ist sogar noch, der ist 29. Ja, aber auch hier ist der Unfall zu heftig gewesen. Wir kriegen hier keine Details. Nee, tut uns leid, können wir leider nicht zeigen. Oh, wie bitter. Hä? Jetzt wird er mir auf 2 angezeigt. Das war ein Fehler im Timing. Oh ja, jetzt wo du sagst. Ja, da hat das Timing gesponnen. Also auch hier im Trackviewer ist er auf Platz 2 vor Christian Rückert und Thomas Wickler. Also das ist hier... Du bist aber nicht mehr im Replay, oder? Passiert. Nee. Wir haben... Gut. Ding. Ja, nee, du musst ja bloß ins Dings gucken. Das steht ja auch im mehrfachen Monitor wieder richtig. Stimmt, ja. Ah, bin ich aber froh. Hm. Ja. So, was ist mit Landgraf? Aber der ist tatsächlich zurückgefallen, oder? Auf die 15, genau. Ja. Ja, und um Platz 10 hier Julian Siegelbiegel, Daniel Streglo, Dennis Erne, Achim Krause. Die vier innerhalb von 1,5-2 Sekunden. Weil da geht es ja schließlich um die Pole für den zweiten Lauf. Richtig. Also,
Platz 13 bis 19, die sind innerhalb von 2-3 Sekunden. Das ist ja grandios. André Burger holt Mario Schilli und ist damit Siebter. Aber da ist irgendwas anders gewesen, weil Mario Schilli wird durchgereicht. Also den hat er nicht überholt. Mario Schilli ist jetzt 14, 15, 16, 17. Oh, 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 oh. Ja, weil der fährt nicht der Julian hier. Ganz unbeschadet. So, wir gehen mal hier wieder zu dieser Wahnsinnsgruppe hier hin. Ja, der Dennis damit auf Platz 10 aktuell und der Achim dahinter auf Platz 11. Also das wird er natürlich ja, nicht so auf sich beruhen lassen, da wird er alles geben. Der will unbedingt auf die 10. Position haben, bin ich mir hundertprozentig sicher. Also das wäre ja die Abkehr von allem, was... Mario Schilli ist damit auch ausgeschieden, Yves Nekus ist raus und Steffen Strepo ist raus. Und der Kurt Miltenberger auch. Und der Dennis ist jetzt vorne mal richtig nah dran. Zieh das an, den siehst du gar nicht. Oh, da hat der Achim aber mal einen späten Bremspunkt gewählt, aber hat es irgendwie hingekriegt. Ja, ja, ist... upsala. Und jetzt hier der Angriff, Streblom mit dem Fehler. Und Erna aber locker flockig vorbei. Jetzt muss er einfach nur noch auf der Linie bleiben. Ja, sauber gemacht. Und der Achim zieht direkt hinterher. Oh. Der wickelt sich hier gerade um die Mauer. Also das war schon eher so, mach mir mal den Lack ab. Kann das sein, dass der Christian Rückert ganz nah dran ist am Ringe herzig? Das sieht so aus mit einer Zehntel. Gehen wir mal gucken. Na, das kann man aber deutlich so sagen. Vielen Gruß auch an den Sponsor hier, der alkoholfreien Erfrischungsgetränke. Apropos Prost. Alter, Christian, ja, könnte da viel durch. Schneller. Ja. Der will da durch. Aber das nützt nichts, weil hier ist nun mal kein Vorbeikommen. Und dass es in der Blanche Mont nicht nebeneinander geht, das hat er vorhin schmerzlich schon im Training erfahren dürfen. Hat er nämlich die Karre geschrottet. Gegen Kurt Miltenberger. Autsch. Ja. So. Aber ich sehe auch... Ja, wir warten mal hier das noch ab. Nee, das hat sich erledigt jetzt hier für Rückert. Wir warten mal jetzt noch die... Ziel ab, ob er da jetzt noch mal rankommt. Ja, nee, da kommt herzlich auch mindestens genauso gut raus. Der bräuchte eigentlich nur innen bleiben. Ja, fährt jetzt aber hier einen sehr weiten Bogen. Ja, da müssen wir noch mal, da müssen wir tatsächlich noch mal dabei bleiben. So, einmal im Cockpit durch die Urouge. Einmal den Himmel. Ja, und da war er zu dicht dran. Da war er zu dicht dran, da musste er wahrscheinlich sogar vom Gas gehen, weil er ist besser durchgekommen als herzlich. Aber er ist jetzt, er kriegt jetzt Windschatten. Er kriegt jetzt Windschatten und macht es auch richtig, wirklich im letzten Moment. Und ist vorbei. Er ist vorbei, da kann, ja, hier ist keine Chance mehr. Das gleiche Manöver wie vorher mit dem Sascha. Ja, hat super gut geklappt.
So, ich möchte aber mal gerne hier gucken, was der Herr Betz hier macht. Gegen Axel Schweiger. Wo ist eigentlich Herr Stratner hingekommen? Auf der 20, auf der 20. Fährt der. Ja. Da ist einer Weitwund. Michael Wenzel dürfte das sein. Ja. Achim Krause und Sascha Landgraf haben gerade so zwei, dreimal die Plätze gewechselt. Ja, der Achim ist aber jetzt Zwölfter. Ja, die müssen sich jetzt natürlich verständigen im Team, wer darf jetzt überhaupt noch Richtung Platz 10 angreifen. Wahrscheinlich sind sie noch nicht einig, deswegen verlieren sie jetzt Zeit, weil von hinten kommt dann auch der Maiko Losche und der Michael Würz. Das sind ja nur auch keine Nasenbohrer. Ja, aber davor fährt ja Daniel Strepel mit 2 Sekunden Vorsprung auf der 10. Also, ja, ja, eben. Jetzt muss ich das ein bisschen nach vorne kommen. Ja. Der Rambo hat 8 Sekunden Vorsprung. Es ist unglaublich. Wir sind ja auch schon 7 Runden gefahren, also bitte. Ja. Bei 16, 2, 17. 9, 2, 17, 7, 2, 17, 5, 2, 17, 9, 2, 17, 5. Also. Upsala. Und hier war der erste Fehler von Achim Krause. Kann er sich hier noch behaupten? Höchstwahrscheinlich. Oh, das ist aber ein bisschen heavy hier, mein lieber Herr Krause. Ja, komm, wir fahren Tourenbahn. Ja. Er hat sich aber schön raustragen lassen. Das wäre auch anders gegangen. Ja, aber schöne Grüppchen haben wir hier. Ich meine, hier mal jetzt die 3. Dahinter haben wir auch nochmal eine Vierergruppe direkt. Und André Blumer hält sich vorne auf Platz 7. Also ganz klasse. Ja. So, Marco Meyer ist dran. An Dirk Sassmannshausen. Und so wie es aussieht. Na. Jo. Das passt. Marco Meyer vorbei an Dirk Sassmannshausen. Maxi Wolter hier. Ja, der hat noch ein bisschen Arbeit vor sich. Phil Ostaszewski auf der 18, auf der 19 Kai Matt. Auf der 20 Robert Stratner. Auf der 21. Hier riecht es nach Zigaretten rauf. Wie kommt das denn? Oh, steht jemand an meinem Fenster und raucht draußen. Unglaublich. So, jetzt habe ich natürlich nicht gesehen, wer das war. Hier Tom Krüger, genau. Auf der 21, auf der 22 Axel Schweiger. Kurz, René Herzig fällt wieder zurück. So, Dennis ist wieder so ein Timing-Problem. Aktuell ja, auf der 9. 9 wird er jetzt gezeigt. Nee, da ist er nicht. Auch Dennis Erner fällt hier zurück. Nee, Herzig fährt hier noch hinter Rückert. Das ist wieder eine Spinnerei vom Timing. Aber Herzig hat jetzt Probleme mit Thomas Wickler. Das Probleme. Und dann hat das Problem noch Wickler mit Herzig. Ja, aber Dennis Erner scheint tatsächlich zurückzufallen und verschmeißt ihn mit seiner Top-10-Platzierung weg. Das ist nämlich jetzt irgendwie wieder vor auf die 9. nee, das super. Ist hier alles gut. Okay, Gott sei Dank. So, momentan wäre Daniel Streblow auf Pol im zweiten Lauf. Also, ja, ich denke mal, der wird alles in Bewegung setzen, um da auch zu bleiben. Nach hinten hat er ein bisschen Luft. 3,5. Nee, doch nicht. Moment mal, was ist denn hier? Ah, das ganze Timing spinnt. Doch, wir müssen das mal restarten hier. So, und hier verabschiedet sich gerade, wer war das jetzt? Sascha Landgraf. Lässt seinen Teamkollegen vor, Achim Krause. Der darf jetzt auf. Ja, jetzt kommt hier aber der Angriff von Maiko Losche, aber das
wäre ein bisschen arg optimistisch gewesen. Dieser Passage. Ja, der Sascha hier doch mit etlichen Fehlern. Also ich glaube, das ist jetzt schon der dritte, den wir von ihm sehen. Ja, aber eine schöne Kampfgruppe hier, die drei. Definitiv. Ja, wie gesagt, spannend wäre jetzt noch, was Krause jetzt noch machen kann. Er hat noch 5 Runden Zeit. Also das ist noch jede Menge. Und kann schon noch in Richtung Daniel Streblo gehen. Ja gut, aber er hat 4 Sekunden Rückstand. Ja, letzte Runde war er eine Sekunde schneller. Ja, stimmt. Und es war von beiden die beste Runde. Ja, Daniel Streblo, das habe ich gerade gesehen. Ich hatte auch gerade Luft geholt, das zu sagen. Also da geht noch was. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass der Daniel das kontrolliert kriegt. Also kann mir nicht vorstellen. Oh, jetzt wird es hier aber nochmal richtig eng. Also jetzt macht Kolosche aber wirklich ernst hier. Der sagt sich, die beiden X-Factor-Autos sind mir jetzt hier permanent vor der Nase rumgegurkt. Mal der eine, mal der andere. Wenn nicht irgendwelche kleinen Fehler gemacht und ich konnte es nicht ausnutzen. So, ja, man sieht. Ja? Dein Streber hat reagiert, ist noch eine persönliche Bestzeit gefahren. Ja. Andreas Oerlich wird mir hier angezeigt, dass er zurückfällt. Wir haben hier Eugen nichts gesehen, der hätte hier vorbeikommen müssen, glaube. Ja, aber es wird hier der Angriff kommen. Nee. Aber die haben Spaß, die Jungs. Das kann man definitiv behaupten. Doch, Andreas Oerlich did not finished. Ja. Ah, wie ärgerlich. Damit ist Achim Krause kampflos auf die Pole vorgefahren. Wenn wir das mal so sagen dürfen. Ja. Aber das ist hier noch nicht vorbei. Nee. Da ist nämlich noch der Mike Kolosche, der macht richtig Druck. Wobei ich sagen muss, dass das war das, was ich eben sagen wollte. Achim Krause kann sich so ein klein wenig absetzen. Also zu. Oh ja, das, gut, das war's dann jetzt auch wieder. Ja, grandios, echt. Und der, ich glaube, der Kolosche, der kriegt gleich einen Anteil hinter den beiden Autos, ehrlich. Die bauen eine Scheiße nach der. Jetzt geht er durch. Guck dir, das ist ja nicht zu fassen. Jetzt, aber hallo, jetzt ist aber mal genug mit der Abdrängerei. Also ganz ehrlich, nach so viel Müll muss man da einfach mal auch die Konsequenzen ziehen und den anderen da mal vorbeilassen, weil das war wieder ein klares Abdrängen. Das hat nichts mehr mit Tourenwagen zu tun, mein lieber Herr Krause. War das überhaupt oder war das jetzt Landgraf? Nee, das war wieder Krause. Es geht um die Pole, also da fährt man schon mal 2 Ellbogen mehr aus. Das ist schon, das ist natürlich ja, das recht, ist schon aber, richtig. Ach, wer steckt da freiwillig zurück in so einer Situation? Ja, zurückstecken wäre ja das gar nicht mal verlangt gewesen. Der so, guck dir das an, ja, guck ja, dir das Manöver vom Landgraf. Also, ich sag nichts mehr. Ich glaube, der Kolosche, der schreit in seinem Cockpit. Der ist lauter als der V6 Boxer. Ja, wieder ein gutes Manöver vom Land gerade so außen und da steht er drauf oder irgendwie. Ja, das hat er echt drauf. Also haben wir ja nun schon mehrfach gesehen. Und die Geschichte da in Monza, die werde ich glaube mein Lebtag nicht vergessen. 2 Runden hintereinander in der Parabolika außen rum. Also, nee. Jetzt ist Rückert auf 4 zurückgefallen. Und der fällt noch weiter zurück, aber wir wollen mal gucken. Nee. Nee, das ist nicht so. Herzig? Nee, Rückert fährt da noch. Sei denn, der Hambo ist ausgeschieden. Also hier spinnt wieder das Timing komplett. Ja. Aber was ist das für eine Strecke, also wirklich? Es scheint nicht nur unser Timing zu sein, weil auch in dem Plugin wird ja auch auf 2 angezeigt, der René. Ja. Aber korrigiert sich wahrscheinlich gleich am nächsten Sektor-Messpunkt. Es könnte sein, dass er hier eine Runde nicht gezählt bekommen hat.
Ja, jetzt Sektor-Messpunkt vorbei und jetzt passt es wieder. Ja, okay, dann ist wieder alles gut. Ja, wir sollten nochmal auf Position 10, 11, 12 gehen. Ja. Auch wenn es viele, viele andere enge Stellen geht, aber hier geht es nun mal einfach um die Pole. Und dieser 3K4, der bietet doch einiges. Wir gucken nochmal so ein bisschen nach dem G-Cup. André Burger, ganz klar, mittlerweile auf 6. Thomas, jetzt wird Thomas Wickler durchgereicht hier. Was natürlich auch nicht stimmt. Ja, guck dir das an. Phil Ostaszewski ist vorgefahren auf Platz 2 im G-Cup. Ja. Der war vorhin die ganze Zeit hinter Maxi Wolter und Dirk Sassmannshausen. Ja, und hat jetzt 2,5 Sekunden Vorsprung. Ja, 2 Runden noch. Also ich bin mal gespannt, wie die 30 hier einbiegen werden. So, wir gehen aber mal derweilen hier hin, weil da ist es nämlich viel, viel enger. Heimat und Dirk Sassmannshausen. Und der Dirk kann alles andere als Stress gebrauchen, aber gut, in 2 Runden, dass er den Vorsprung jetzt zufährt zu Maxi Wolter, ist auch eher unwahrscheinlich, weil das sind fast 5 Sekunden. Oh, da stand einer. Maxi Wolter. Maxi Wolter. Und ausgeschieden. Ja, ist raus. Ja. Wollen wir mal gucken, ob wir das hier... Ja, hier sehen wir den noch. Ich gehe mal... Yo! Yo! Yo, das dürfte es gewesen sein. Da geht nichts mehr. Ich staune, dass da nichts abgefallen ist. Boah, da haben die Jungs aber Schwein gehabt, die von hinten kamen. Ja, definitiv. Ja, das war ein Platz 2, den er da weggeworfen hat. Das darf man nicht vergessen. Ja. So, Sassmannshausen kann aber Matt hier, upsala, ja, einigermaßen hinter sich halten. Allerdings nicht mit so vielen Fehlern. So, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, nee, da sehe ich nichts richtig, aber ich habe richtig gesehen, dass Thomas Wickler vorbei ist an René Herzig. Genau, diesmal hat die Positionverschiebung hier vorne gepasst. Damit ist Fastlane hier auf 2 und 3. Ja. Ja, und letzte Runde, richtig? Geh nochmal einen nach hinten bitte, oder zwei. Zum Julian. Ja, das ist der Sandro und da ist der Julian, genau. Die haben nämlich gerade auch mehrfach Räumchen im Wechsel gespielt. Ja, und da hinten macht auch Jens Erler nochmal richtig Druck auf André Burger und auch Daniel Schreblo ist da dran. In dem Fall der Dennis, der Jens schaut wahrscheinlich zu. Was habe ich gesagt, eben? Jens. Ach, da stand schon wieder einer. Und noch einer. Ja, die Urush fordert ihre Opfer. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt zum Führenden gehen. Naja, der hat noch ein paar Meter, aber trotzdem. Der überrundet hier schon fleißig. Daniel Strebtor geht gerade noch an Dennis Erner vorbei. Ja, das ist aber nur gut für den André Burger. Weil dadurch hat er natürlich wieder ein bisschen Luft. Ja, Dennis hat jetzt auch Luft nach hinten. Er sollte jetzt einfach ruhig durchatmen, die Position ins Ziel fahren. Da steht er in der ersten Startreihe im zweiten Lauf neben den Achim. Er muss gar nicht mehr versuchen, noch weiter nach vorne zu kommen. Genau. So, da haben wir den Sieger des ersten Laufs, das dürfen wir jetzt schon getrost so behaupten. Ach, der mal jetzt der Schritt ausgeht. Ja. Ja, nachdem die Pole nicht seine war, habe ich gedacht, man könnte ihn ärgern. Keine Chance. Herzlichen Glückwunsch. Genau.
So, Platz 2, Christian Rückert, und glaubt mir, gibt kaum einen, den ich es mehr gönne, nach dem ganzen Müll, der ihm passiert ist in den letzten Rennen. Ja, endlich. Und Platz 3, Thomas Wichler. Genau. So, und da haben wir auch noch das Herzchen. Der kommt da auch noch durch hier. Dann machen wir doch mal weiter, wenn sie dann ins Ziel kommen. Auf der 5 haben wir den Julian Siegelbiedel. 6 Sandro Petroschello, 7 André Burger, 8 Daniel Strebel, 9 Dennis Erner und Achim Krause auf der 10. Ja, Halleluja. Mann, dieser Engelhardt, echt, sorry. Engelhardt? Ja, links, der hat das ausgelöst. Der da die Karre schrotten, echt. Gut, okay, mach weiter. Weiter geht's. Sascha Landgraf auf der 11, Mike Kolosche auf der 12, Michael Wirz 13, Marco Meyer 14, Phil Ostaszewski auf der 15 und damit Zweiter im G-Cup, Dirk Sassmannshausen 16 und Dritter im G-Cup, Kai Matt 17, Robert Stratner auf der 18, wenn er dann ins Ziel kommt, genau, und auf der 19 Robin Hasse noch hier im sehr engen Duell. Ja, bis zum letzten Meter wird hier gefightet. Dahinter Axel Schweiger auf der 4 im G-Cup. Andreas Borde, Tom Krüger, Enrico Herzig sind dann die nächsten. Überrundet auf Platz 25 Michael Beetz, Lars Borkowski und Jürgen Engelhardt. Und ausgeschieden Frank Lipsen, Maxi Bolter, Andreas Oerlich, Michael Wenzel, Mario Schilli, Yves Nekos, Steffen Streblo und Kurt Mühlenberger. So schaut's aus. Ja, was ein Rennen. Ja, jetzt sind wir natürlich dann mal gespannt, wenn Achim Krause und Dennis Erner in der ersten Startreihe stehen, in der zweiten Startreihe dann Daniel Streblo und André Burger. Ich glaube, der weiß auch nicht, wie ihm geschieht. Sandro Petrocello und Julian Siedenbiedel dahinter. In der dritten, in der vierten Startreihe René Herzig und Thomas Wickler und fünfte Startreihe dann Christian Rückert und Alex Rambo. Ja, wir sind mal gespannt. Wir sind mal schwer, schwer gespannt. Ja, zack. Ah, ja, ich war gerade auf der Suche nach dem Namen. André Burger bringt sich natürlich durch diese Position hier in den Top 10 in eine richtig gute Ausgangsposition, auch für den G-Cup. Man ist noch Dritter, aber hat gute Chancen, an Maxi Wolter vorbeizuziehen. Vor allen Dingen, weil er jetzt ja wieder auch noch von weiter vorne startet, im zweiten Lauf. Also, da geht was. Ja, das wollen wir mal schwer hoffen. Ja, aber die Zeiten, die der Alex gefahren sind, waren ja unglaublich. Er ist ja fast durchgehend 16 und 17er Zeiten gefahren und ich glaube, noch sind zwei oder drei Leute überhaupt nur eine 17er gefahren. Also schon schwer beeindruckend. So, jetzt haben wir alles richtig. Ja, wir schalten natürlich gleich wieder auf die Strecke, so wie wir uns jetzt in der Warm-up-Phase für das zweite Rennen befinden. Es dauert noch einen kleinen Moment. Ich sehe, dass hier gerade die Jungs
Auf Platz 10, 11 und 12 feiern sich gerade so ein bisschen. Also auch der Michael Losche hatte einen Riesenspaß mit den beiden Jungs da zu fighten. Auch wenn er letztendlich dann nur Zwölfter geworden ist. Aber so muss das sein. Weißt, dann hat man mehr Spaß an einem guten, fairen Zweikampf. Meistens fair als an der Platzierung. Finde ich klasse. Definitiv. Also, so, ich muss hier immer das Problem, dass ich hier meine Tasten suchen muss. Eine andere Tastatur, das ist ganz fürchterlich. So. Ja, hier fehlen jetzt aber Fahrer. Also Julian wird hier irgendwie als fehlend angezeigt. Ja, wenn wir mal abwarten. So, dann gehen wir mal wieder auf die Strecke. Genau, jetzt haben wir noch 4 Minuten und da möchte ich doch mal kurz die Zeit nutzen, um auch hier nochmal erstmal auf den Samstag in 8 Tagen hinzuweisen, nämlich auf den, nee, nicht in 8 Tagen, auf den kommenden Samstag, nämlich den 20. und 21. April, also Samstag, Sonntag. Da gibt es hier auf Simrace TV die Simracing Org GT3 Endurance Multi-League Team Championship und die fährt 24 Stunden Nordschleife. Und diese Teams, die dort seit Beginn der Saison dabei waren und mindestens 4 Rennen absolviert haben, beziehungsweise seit dem missglückten Nordschleifenrennen im Dezember danach eingestiegen sind und somit nur noch 3 Rennen fahren konnten, sind automatisch qualifiziert für die am 30.06. stattfindenden 24 Stunden von Le Mans. Und auf Simracing.org. Und das ist die 7. Ausgabe seit 2007. Und wir sind unglaublich stolz, dass das in dieser Form wieder so einen Riesenzuspruch findet. Ich bekomme seit 14 Tagen, 3 Wochen permanent jeden Tag mehrere Mails, Facebook-Nachrichten, PNs im Forum von Simracing.org und wo ich nach Einzelheiten gefragt werde und, und. Wir geben noch keine Details bekannt. Das Gros ist eh bekannt, zumindest für die Teams, die in den letzten Jahren da teilgenommen haben. Die große Änderung ist, dass wir dieses Jahr mit 50 Autos fahren werden. Also wir werden 50 Autos zulassen und das werden 20 LMPs sein, 13, nee, 18 GT2 und ja, und der Rest GT1 und der Rest GT2. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil wir haben 24 Teams momentan aktuell in der Wertung, die die Bedingungen erfüllen für die automatische Qualifikation. Alle anderen Teams, also es bleiben dann nochmal 25, 26 Plätze über, wo allerdings zurzeit nicht klar ist, in welchen Klassen die frei sind, weil die Teams natürlich freie Klassenwahl haben. Die Teams der Multi-League. Und ja, und dann werden wir sehen, was genau dort frei ist. Und das erfahrt ihr am 23. April. Da am 21. und 22. April haben die Teams der Multi-League Vorrang für die Registrierung. Und danach, ab dem 23. April, können sich alle anderen Teams dann dort registrieren auf Simracing.org. Wir haben schon jeden Tag jetzt momentan 10, 12 Neuanmeldungen von Fahrern. Das sind aber oft mal Fahrer, die schon längst einen Account hatten, die nur ihre Login-Daten vergessen hatten nach einem Jahr. Aber nichtsdestotrotz zeigt es, dass es wieder sehr, sehr, sehr umfangreich zur Sache gehen wird. Also wir rechnen wieder mit so 280, 300 Teilnehmern, also Fahrern. Und es wird
dann für die Teams, die sich noch qualifizieren müssen, insgesamt 6 Ausscheidungsrennen geben, 6 Qualifizierungsrennen mit 2 Streichergebnissen. Und wer im Prinzip die besten 4 Läufe absolviert hat, ist dann qualifiziert für das Hauptevent. So ist die Planung momentan, da kann sich das ein oder andere Detail noch verschieben, weil wir natürlich auch Teams haben, die seit Jahren hier unterwegs sind in diesem Rennen. Und inwieweit wir denen noch einen Vorrang geben, das ist noch nicht entschieden. Wahrscheinlich wird es da keine Vorteile geben, aber möglich ist alles. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wer, wie viel, wann und was da jetzt gewünscht wird oder gemacht wird. Auf alle Fälle wird es wieder ein sehr, sehr spannendes Event. Wir haben tolle Gäste, die schon zugesagt haben für die Interviews dann während des Rennens. Und natürlich wird wieder die 24 Stunden komplett durchkommentiert in Deutsch und in Englisch. Also Riesengeschichte diesmal wieder. Punkt auf die Null. Jetzt. Ja, war mal ganz anderes, irgendwie zweites Warm-up. Ich habe kein Wort gesagt. Anders als sonst. Genau. Auch schön. Ja. Nein, ich möchte natürlich auch mal kurz meinen Senf dazugeben, auch wenn ich dieses Jahr da sicherlich nicht am Start sein werde. Verfolgen muss ich das unbedingt, weil das ist einfach was Einzigartiges im Sim-Race, was ihr da auf die Beine stellt. Und ziehe ich einfach immer wieder meinen Hut vor. Und dass die Resonanz da so groß ist, kann ich absolut nachvollziehen, weil so ein Event muss man eigentlich mal erlebt haben als Fahrer und als Zuschauer sowieso. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja, also meines Wissens, ohne jetzt, weil ich nur der Hauptorganisator bin, will ich da jetzt gar nicht zu viel, aber es ist wohl, wenn ich die Konkurrenz in Anführungsstrichen im Blick habe, das größte Simracing-Event der Welt. Das ist so. Ja. So. Wollen wir mal schauen. Und nach so einer Aussage kannst du einfach nicht so schnell weitermachen. Da musst du zumindest mal so 10 Sekunden Luft holen. Nein. Nein, es ist ja im Prinzip, es gibt, was weiß ich, Race Department oder sonst dergleichen Dinge, die auch, was weiß ich, 50, 60 Teams da in der Anmeldung haben und bla und blub. Das Problem ist nur, dass die es entweder nicht gebacken kriegen oder nicht durchziehen. Also das sind immer solche Geschichten. Die haben natürlich einen viel, viel größeren Pool an Fahrern. Die haben 150.000 registrierte Mitglieder. Keine Ahnung, da sind natürlich nur ein Bruchteil wirklich aktive Fahrer, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich noch eine ganz andere Ausgangssituation dort. Und aber es ist halt definitiv kein den Ruf, den dieses Event hat hier auf Simracing.org, der ist, glaube ich, tatsächlich einmalig. So, jetzt aber. Auf geht's! Attention paddock. Race car, please proceed to pre-start area immediately. Ach, der Kai steht wieder falsch. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Nein, wir müssen noch mal zurück. Ja, super, jetzt kann ich hier nichts mehr. Ja, ist doch richtig. Heimat. Ja, was, wo soll ich denn jetzt hin tun hier? So. Auf geht's. Attention paddock. Race car, please proceed to pre-start area immediately. Wir sind im zweiten Lauf und wir sehen hier die Position. Natürlich keine Qualifying-Zeiten, weil wir sind für diesen zweiten Lauf kein Qualifying gefahren. Aber Achim Krause und Dennis Erner stehen in der ersten Startreihe. Jetzt sag mir, wie startet der Dennis? Du kennst ihn am besten.
Also, wir haben ihn auf Pole in Sandford gesehen. Du kannst Ja. ruhig undiplomatisch sein. Sag's, wie es ist. Ich glaube, er startet ordentlich. Also, nein, er ist sicherlich kein schlechter Starter. Die Frage ist, wie sehr hat er seine Nerven im Griff? Weil wir haben gerade beim Christian Rückert, der sicherlich eigentlich Coole Sau ist, ja. grundentspannt sein sollte, der da vorne steht. Er verbremst sich direkt in der ersten Kurve. Ich hoffe, dass dem Dennis das nicht passiert. Er hat die Qualität, sich da vorne so zu behaupten. Top 5 auf jeden Fall. Das ist ihm, glaube ich, im letzten Rennen noch endlich mal gelungen. Ich lasse mich überraschen. Ja. Also ich denke auch nicht, dass er den Achim angreifen wird in der ersten Kurve. Sagen wir es mal so. Ja, es ist schon erstaunlich. Also wir sind hier schon eine Weile und da kommen immer noch Autos gefahren. So, jetzt. Nee, da ist immer noch einer. Da, wer ist das? Ah, der Steffen. Steffen Streblo. Oh, das sind ja noch mehr. Na, sag mal. Ach nee, das Quatsch, das ist jetzt Replay. Ja, so macht man dann aus 35 Ja, Autos genau. 70. Ja, richtig. Tja, Achim Kraus auf 1. Bin mal gespannt. Ja, viel spannender. René auf 7. Er hat den Vorteil, er steht nicht hinterm Julian, der auf der 6 steht. Das heißt, er steht neben ihm. Naja, also Der, schlimmer wäre, wenn er 2 Plätze dahinter wäre. Also. ja, eben, wie sage ich, er steht also nicht fahrzeugtechnisch hinter Ja, ihm, ja, 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 ne? ja. Und er steht neben ihm. Thomas Wigner dagegen steht hinter mir. Und wir wissen, der Julian ist nicht wirklich der gute Starter. Aber der René steht fahrzeugtechnisch auch vorn Christian Rückert. Ja. Ich spinne das Ganze jetzt mal weiter. Die Autos stehen hier super eng beisammen. Der René schießt nach vorne, der Christian kann sich da dranhängen. Ein Alex Rambo steht hinterm Thomas Wickler, hinterm Julian Siedenwiede. Ja. Der kann das Problem haben, dass er, wenn er Ja, eingeklemmt wobei wird, Rambo nicht nach ja vorne fahren eigentlich kann. schon den Platz hat, um die Spur zu wechseln, eventuell. Allerdings, ich meine, er ist dann nicht alleine. Von daher ist das natürlich ein bisschen schwierig oder ein Ja, bisschen du hast gerade optimistisch. gesehen, die Autos stehen super eng beisammen. Du hast da so Ja. nicht mal maximal eine Fahrzeuglänge Vorsprung zu deinem Vordermann. Und bevor du schießt los und in dem Moment, wo du losschießt, registrierst du, dein Vordermann macht das nicht. Ja. Dann hast du keine Chance auszuweichen. Dann kannst du einfach nur wieder vom Gas gehen. Und ich lege mich da einfach mal fest. Ich spekuliere da einfach mal drauf. Der Alex wird keinen Bombenstart haben, sondern die andere Spur mit dem René und dem Christian und dem Sandro Petrocello. Also ich denke mal, die werden so ein bisschen besser wegkommen. Ja. Ist doch mal jetzt eine tolle These, oder? Ja, das ist eine tolle These, ja. So, nee, das geht auch wieder nicht. Ach Mensch, Mist. So, Formation Lab beginnt. Hat er noch weiter nach rechts. Wie weit soll ich denn hier noch mit der Maus schwenken? Unglaublich. So. Oh ne, da kommen noch ein paar. Da haben wir noch ein paar geschnarcht. Na, 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 na. Gut. Das waren's jetzt. Können wir noch Replay drücken? Genau. Schön. Ja. Also wenn wir jetzt mal die Startaufstellung hier sehen. Im Track Viewer und wenn wir uns da vor Augen halten, dass da jetzt okay zwischen Platz 15 und weiß ich nicht, da noch ein bisschen Luft ist, dann sind die wirklich die ersten. Der Achim Krause war durch die Urouge, da waren die anderen gerade mal um die Lassors oben rum. Also und das in so einem Abstand, also in der Formation Lap. Hm.
Ja, ist schon wieder mal ein mächtiges Fahrerfeld. Wir sind jetzt hier am 10. Lauf und immer noch 35 Fahrer am Start. Also. Ja, gemeldete sogar 36, also vier waren entschuldigt. Und der fünfte, der hatte ja dann Probleme im Internet. Das habe ich aber vorhin irgendwas im Chat gelesen, dass auch der Andreas Oehrlich hier Probleme hatte mit seinem Internet. Also der hatte, glaube ich, ein Disconnect. Das war kein Unfall oder sonst dergleichen Dinge. Okay, er ist aber wieder dabei. Ja. Ja, und dann haben wir immer wieder dieses Phänomen mit Kai Matt. Wir benutzen ja R-Faktor-Befehle, um die Startaufstellung. Oh, ja, Herr Krause! Grandios! Wir sind begeistert! endlich habe ich was. Endlich habe ich was richtig Handfestes. So wie bei Jens. Das sagt man jetzt aber noch nicht, ne? Wartet eigentlich schon die ganze Zeit. Geil, wir haben ja keine Boxenstopps, was soll ich sagen? So, und der Herr Krause kriegt es doch hier wirklich fertig und dreht sich in der Formation Lab. Ja, wie geil. Na, jetzt fährt er aber sinnig. Jetzt ist vorbei mit Reifen aufwerfen. Ja, wie geil. Das ist doch mal richtig lustig. So, wir kommen jetzt gleich zur Busstopp. Dann werden die Fahrzeuge ihre Positionen einnehmen. Ihre Startplätze. Hast du schon entschieden, auf wen wir unser Augenmerk legen werden beim Start? Nee, so richtig noch nicht. So richtig noch nicht. Also tatsächlich wirklich wäre, glaube ich, René Herzig eine gute Wahl, aber ich glaube, wir gucken erstmal vorne, was Dennis und Achim machen. Ja. Da kommt der Herr Krause. Jetzt guck dir das an, du. Guck dir das an. Guck dir die rechte Spur an, wie eng die da alle stehen. Ja. Ja. Der Herr Krause wackelt noch. Jetzt. Ja, oh. Die Ampeln sind an. Ich bin nervös. Killer-Wurst. Krause kommt gut weg. Hier ist nicht so wahnsinnig viel. Hier ist nicht so wahnsinnig viel. René ist 30 Meter rein. Ja, René ist vorbei. Ist auf Platz 2. Alles noch relativ gesittet hier aus. Also scheinbar hat man vor dieser Kurve so viel Respekt. Da kommt noch der zweite Herzig. Hat man so viel Respekt, dass man hier. Krause. So, René Herzig, dann Daniel Streblow und Dennis Erner. Dennis Erner hat natürlich zwei Plätze verloren. Was heißt natürlich? Hat zwei Plätze verloren. So, da hinten ist schon Rambo. Einen holt er sich jetzt wieder. Jo. Sauber gemacht, aber der Verlierer war definitiv Christian Rückert, bis auf die 10 zurück. Aber der Alex ist wirklich nur vorgefahren bis auf die 6. Das ist ein erstaunlich durchwachsener Start. Naja, gut. Also, ich gehe mal davon aus, am Ende der Runde ist er wenigstens auf 5 oder 4. Julian Siedelbühle zurückgefahren bis auf die 11. Ja, das ist ja auch erstaunlich wenig. Ach, das ist jetzt schon böse. So, oh, da ist schon das erste. Da gibt's schon. Oh, Halleluja! Ja, jetzt ist er durch. Also ich glaube, der Sandro hätte da noch gut gegenhalten können. Hat sich dann aber dafür entschieden, zurückzuziehen. Thomas Wickler auf der 7, auf der 8 Sascha Landgraf, auf der 9 Christian Rückert, auf der 10 André Burger. Bester Skicup-Fahrer hier wieder. So, hier. Oh. 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 Ja,
Rambo mittendrin. Ja. Ja, aber schau mal, der Sandro lässt sich da nicht so wirklich abschütteln. Nee. Und wenn er jetzt Glück hat, der Sandro, dann kann er auch noch. Oh, da stupst der Alex wieder ein bisschen, aber das war, glaube ich, mehr ein Ziermonika-Effekt. Mach bitte diese roten Dinger da vorne runter, der Laden ist pleite. Ja, Wahnsinn! Halleluja, hat der die Karre abgefangen? Das gibt's ja gar nicht! Das war Wasser. Eigentlich das sichere Aus. Können wir uns das nochmal anschauen? Ich versuch's. Alter, am Donnerstag ist da auch einer so ganz weit nach außen gekommen. Oh. Nee, jetzt hier. So, jetzt werde ich alles gut. Das ist natürlich rutschig, wenn du da rechts rauskommst. So. Er da kommt das hier schon ein bisschen quer. Ja, und dann kriegt er den Rest hier. Und jetzt guckt ihr das an, wie der die Karre hier anfängt. Der schlägt nur ganz leicht ein. Ja, Wahnsinn. Gut, jetzt wird das Rennen natürlich auch noch spannender, weil genau. Jetzt ist er zurück bis auf 11. Habe ich doch hier den richtigen Knopf gedrückt. Was? Was habe ich jetzt? So, fupp, einmal ein bisschen mehr Fliehkraft. Genau, die 250 Kilo Zusatzgewicht, die zeigen sich dann doch. Ja, Wahnsinn. Was ein Hammer. Also, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viele in der Lage gewesen wären, das Auto so abzufangen. Ja, es ist Alex natürlich direkt wieder auf dem Weg nach vorne, hängt hier direkt im Motorraum vom Julian, geht hier außen vorbei. Ja, was ein Manöver. Ja, das Schöne ist, in Anführungsstrichen, er hat es ja komplett selber verbockt. Keiner, den man dafür verantwortlich machen kann. Achim Krause fährt die schnellste Rennrunde. 2:18.069. Das ist schon mal ein anderer Schlag als 2:16.735 oder was das war, 753 oder was das vorhin war. Und Dennis Erner ist vorbei an René Herzig. Das ist ja unglaublich, was hier vorne abgeht. Ja, Dennis Erner ist wieder auf seiner Startposition. Ja, klasse. Aber jetzt hat er nicht lange wahrscheinlich. Guck dir die dahinter an, die fahren auch schon nebenan. Ja, das hat sich jetzt schon erledigt. Ja, ist herzlich nicht nur auf der besseren Linie, sondern auch mit mehr Speed. Lässt ihm aber Platz. Dahinter ist hier voll die Hölle. Christian Rückert wird hier gerade durchgereicht. Ich hoffe, das ist wieder nur ein Problem vom Timing. Thomas Wickler. Nee, ja, der fährt noch nach hier in der Gruppe. Ich hab das ja, da ist das Auto gerade gesehen. Daniel Strebelow auf der 5. Wäre schön, den Daniel auch mal wieder im Interview zu haben. Ja, hinterm Sandro. Hinterm Sandro ist der Christian noch, also ist noch alles gut. Ja, ja. Direkt vorm Alex. Oh. Ja. Nee, mein lieber Alex. Oh! Alter Schwede. Die fahren im Dreck und verlieren noch nicht mal eine Position in diesem Fahrradfeld. Es ist ja Alex, grandios. Hat der Alex den Christian da reingeschoben? Ja. Er hat einen Schubs gegeben. Schon wieder fluchen. Oh Mann, ey. Nicht in der Blanchement, Alex. Nicht hier. Nicht nochmal. Das ist jetzt hier kein... Ich weiß nicht, bei wem wer es jetzt vorhin war, mit dem er das gemacht hat. Christian Rückert ist eine andere Hausnummer. Jetzt versucht das hier ganz von außen. Der geht hier volles Risiko, der Rambo. Und kommt jetzt hier besser raus. Ich bezweifle aber, dass ihm das
gelingt hier außen vorbei zu. Rückert macht auch die Linie dicht. Aber jetzt Rambo innen durch. Ist er jetzt... Oh nee, komm jetzt nicht zu zweit durch die Rouge. Leute, das macht ihr nicht. Nee. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Wahnsinn. Montoya, schreibt der Stefan Teigler. Und der Christian greift vorne noch den Sandro an und jetzt dreht er sich weg. Ich glaube, er hat einen Schubs gekriegt, aber das war jetzt nicht wir so weit zurück. Ah. Da musst du mal ein bisschen höher gehen, glaube ich, mit der Kamera. Ja, der kriegt hier vorne, das war so ein bisschen von Pritrocello, kriegt er hier eine mit und dann fährt ihn Rambo hinten auf die Ecke, da konnte er nichts dafür, also Rambo konnte er nichts dafür. Ja, so, eigentlich sollte man wieder live sein, jetzt sind wir live. Ja, grandios, grandios. Na gut, Rückert ist noch nicht weg, aber Rambo ist natürlich ein Platz vor. Achim Krause führt bereits mit über 4 Sekunden auf René Herzig. Ja, dahinter gibt sich ja hier jeder mit jedem irgendwie. Also, ja. Die können ja gar keine freien Runden fahren. Das ist bisher ständig hier in einem Zweikampf in Windschatten andere Linien fahren. Also, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Das ist ja genau das, weshalb wir diese zweiten Rennen so lieben. Und dann vor allen Dingen noch, wenn der Alexander mal einen Fehler macht und nochmal durchs Feld muss. Also, ja. Wie wird der Robert eigentlich diese Aktion hier bewerten? Dieses ständig rausfahren, ganz weit raustragen lassen? Ja, also es gibt dieses ganz weit raustragen lassen, ist eigentlich kein Problem, weil das ist auf keinen Fall schneller. Sondern er war der Meinung, es ist schneller, wenn du mehr oder weniger geradeaus fährst. Also gar nicht der Straße folgst, sondern geradeaus durch den Dreck parallel zur Straße fährst im Prinzip. Oh, das sollte aber nicht funktionieren. Nee. Das hätte mich jetzt aber auch schwer gewundert, wenn der da jetzt außen vorbeigekommen wäre. Oh, da kommt einer durch die Box. Also zur Geschichte Box hätte ich da was zu erzählen. Nein, das machen wir jetzt nicht. So, aber ich vermute mal, jetzt hier am Ende wird wo Rambo vorbeikommen. Mann, die Bilder sind hier, das geht hier so schnell, das ist ja fast so schnell wie in der Formel 1. Auch wenn die Autos deutlich langsamer fahren. Nee, er bleibt dahinter. Er bleibt dahinter. Petrocello hat wohl etwas weniger Abtrieb. Hat wohl einen guten Topspeed hier. Ich kriege hier langsam Herzkasper. Also das ich komme überhaupt nicht dazu. Ich falle jetzt einfach mal ins Wort. André Burger ist ausgefallen. Mann. Oh, mein Gott. Entschuldigung. Ja. Ja, jetzt mach du mal. Wir müssen überhaupt mal ein bisschen wieder weiter auch nach hinten gucken, weil da ist ja auch was los. Es ist ja nicht so, dass da nichts los wäre. Platz 17, 18, 19. Da wollte ich gerade sagen. Genau, geh mal hin. Ja, Micha Würz, Andreas Borde, Robert Stratner, Marco Meyer, Maxi Wolter. Das sind alles hier Truppenteile, die genauso fighten. Dahinter geht es auch noch weiter. Fred Dohnke und Axel Schweiger. Jürgen Engelhardt, Mario Schili, Micha Betz, Tom Krüger. So, dann machen wir jetzt den Rest noch durch. Kurt Millenberger 28, 29, Yves Mlekos, Frank Flipsen auf der 30 hier im Fight mit Lars Borkowski auf der 32, Enrico Herzig, 33, Steffen Streblow, 34 ausgefallen, André Bürger und wahrscheinlich, wo ist denn der Kurt? Habe ich den jetzt übersehen? Der Kurt fährt auf der 29. Ja, stimmt. Und soll ich dir was sagen? Vorne? Ja. Alex ist immer noch dahinter. Jetzt ja, nicht mehr. Jetzt, ja, nicht muss mehr. Nur jetzt ist er vorbei hier an. Ja, jetzt kriegt er aber auch einen Stups von Sandro. Sandro Petrocello somit jetzt auf 8. Alex Rambo auf 7. René Herzig. Jetzt fahren die alle ihre schnellsten Rennrunden. Erna und René Herzig fahren gerade mal beide persönliche Bestzeit. Ich glaube, da war auch noch einer dabei. Ja. Der Alex Rambo.
Aber wenn du das mal siehst, der Rambo wäre hier wahrscheinlich im Rennen alleine in der Lage, 16er Zeiten oder zumindest 17er Zeiten zu gehen. Der kommt hier nicht unter die 18. Ja, das ist der Unterschied, wenn du dich im Punkt bewegst. Dann fährst du einfach andere Rundenzeiten. Vorne waren gerade Daniel Strebe und Dennis Erne mal wieder nebeneinander. Die geben das auch so richtig da vorne. Ja, da haben sich auch zwei gefunden. Die würden, glaube ich, auch sehr, sehr gut zusammenpassen. Oh, Erne, was macht er? Wo will er hin? Nee, ne? Und ist vorne. Ja. Der ist vorne. Was ein Manöver. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen an der Stelle. Und jetzt verabschiedet sich Streblo auch noch. Das war so ein kleiner Wackler. Ja. Und da geht jetzt Landgraf auch noch dran vorbei. Die beiden alten Kontrahenten. Und Streblo versucht es hier aus. Und jetzt hört doch mal auf, Leute. Das ist Spa-Francorchamps und nicht irgendwie Norrisring. Und wer sagt das dem Alex? Ich weiß es nicht. Guck dir das an, die drei hier. Da ist doch wohl der helle Wahnsinn. Wow. Ja, und der Wickler und der Herzlich, die sind ja so weit auch nicht davon entfernt. Also das ist ja noch alles. Einzig der Achim Krause kann sich da vorne einigermaßen gesittet absetzen. Ich komme ja noch nicht mal dazu, hier meine elektrische Zigarettenstopfmaschine zu füllen. Boah, Leute! Rambo jetzt hier gegen Streblo. Außen! Ups, jo, der kriegt einen Stup. Ja, das war aber Streblo jetzt selber. Das hat Streblo selber, da hat er ihm einen kleinen Stups gegeben. Hat noch mal so kurz nach rechts rübergezogen, wurden sehen, hat der Rambo ist neben ihm. Ja, und somit hat er sich verabschiedet. Ja, will ich gar nicht beurteilen. Das müsste ich mir mal im Replay anschauen. Das war einfach haarig. Eng. Können wir tatsächlich gleich machen. Weil da sind wir nämlich noch. So, warte mal. Wen haben wir jetzt hier? Landgraf. Einen nach hinten. Ja, das Problem vom Replay kann ich nicht so einfach nach hinten schalten. Aber wir können das hier machen. So, und da sehen wir hier den Carrera. Und jetzt siehst du, zack, siehst du es, zack. Und da geht er nochmal hier leicht rüber. Gibt ihm hier nochmal, das ist so richtig wie das. No? Und gibt ihm da eine mit und dann verliert er selber die Balance. Und so, wir sind wieder live. Sehr, sehr schade. So, jetzt geht's hier gerade auf 14 und 15 rund. Es geht hier gerade überall rund, weil Wickler und Herzig. Hier, guck jetzt an. Super, genial. Zu zweit, zu dritt, zu fünft. Wir machen Folgendes. Wir machen jetzt die Top 10 zu Ende, dann laden wir das Replay und machen dann den restlichen nochmal. Jetzt doch wirklich zweimal hier ausstrahlen. Ja. Ja, Fred Dohnke und Mario Schilli gerade ausgefallen. Ja, richtig. Und Phil Ostaszewski führt schon wieder den G-Cup. Was war denn mit... Ach, der André Burger war ausgefallen, genau. Genau. Gleich am Anfang. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also was? Robin Hasse fährt auf der 9? Ja, der ist richtig gut. Der ist ja von 17 gestartet. Nee, 19 oder was ist er geworden? Oh! Wer ist denn da jetzt abgeflogen? Andreas Borde. Wir versuchen auch hier nochmal ein Replay zu kriegen. Wir müssen jetzt hier leider Gottes ein bisschen vorspulen. Ja, das war. Dann musst du bitte unbedingt nochmal rechts wieder zu 14, 15 gehen, weil die wechseln nämlich ständig die Position. Ja, da ist jetzt erstmal gerade Ruhe. Ah, okay. Weil Phil Ostaszewski und der Sessmannshausen hatten gerade die Position gewechselt, aber scheint sich jetzt wieder ein bisschen entspannt zu haben. Ja.
Dann müssen wir oben in der vorne zu 4. So, Micha Würz jetzt hier gegen den Teamkollegen. Ja. Aber lass uns das hier, weil das hier noch. Ja, unbedingt. Nee, bleibt dahinter. Dann gehen wir jetzt vor zu 4. Ja, was willst du denn dazu sagen? Zu 4, zu 5, zu 6, zu 7 und zu 8. Ja, richtig. René Herzig. Ja, Thomas Victor muss aber irgendwann vorbeigegangen sein an Dennis Erner. Das haben wir, glaube ich, nicht gesehen. Der war sogar vorbei an René Herzig, weil Dennis Erner war zurück bis auf die 4 und ist jetzt wieder noch vorgefahren auf die 3. Ich glaube eher, der René ist zurückgefallen. Also nicht überholt, sondern genau mit einem Fehler oder sowas. Ich weiß es nicht so hundertprozentig. Stimmt, René hatte sich ja wieder zurückgeholt, die Position. Ja, hat natürlich jetzt den Alex Rambo hinter sich. Der hat jetzt noch 6 Runden Zeit und circa 10 Sekunden Rückstand auf Achim Krause. Also relativ unwahrscheinlich, die noch zu holen. Ja, vor allen Dingen ist er ja auch noch nicht hier vorbei am René und auch am Dennis noch nicht. Ja. Ja, Thomas Wickler hat auch noch vor sich. Also, ja, eben. Ja. So, und das Dennis war der Fehler von Dennis Erler. Und das kostet jetzt mal die Position. 3. Er kann sich jetzt hier mal gerade noch so halten vor Christian Rückert. Aber ich denke mal, das wird sich auch in dem Moment erledigt haben. Genauso ist es. Ach, konsequentes Manöver. Jetzt hat Christian in die Lücke reingehalten und das Auto noch irgendwie zum Stehen gebracht. Also super. So, jetzt gehen die hier aber zu 5 durch die Rouge. Und die kommen. Oh, Dennis fliegt ab. Dennis fliegt ab und kriegt aber die Karte irgendwie noch um die Ecke rum. Wird natürlich jetzt noch eine Position verlieren. Egal, yes baby. Das war eine coole Phase Beherrschung. Meine Fresse nicht. Gucken wir uns nochmal an. Sorry für die vielen Replays heute, aber das ist wirklich grandios. Also hier das Überholmanöver eben mit Rückert. Und in so einem Pulk als Höchster zu fahren, da ist sachlich kein Abtrieb mehr vorhanden. Jo, und er kommt hier weg, bremst das Auto gerade so mehr oder weniger und kommt hier wieder rum. Also er hat ein tierisches Glück gehabt. René Herzig scheint irgendwie zurückgefallen zu sein bis auf die 6. Ja, sind sie alle durchmarschiert. Ja. Also Alex auf die 3, Sascha auf die 4, Christian Rückert 5. So, Sascha Landgraf auf der 4. Hat jetzt den Christian Rückert hinter sich und René Herzig. Das ist ja wirklich wie in alten Zeiten, wenn wir jetzt mal vorne die ersten 3 vergessen. Ich weiß echt nicht, mir tut das auch so ein bisschen leid, dass wir so wenig nach hinten gehen. Aber es ist einfach nicht anders möglich. Aber wir haben jetzt vielleicht die Chance, mal auf die 15 wieder zu gehen. Aber auch da ist es 13, nicht wirklich. 13. Ja, Andreas Oehrlich, genau. Und Kai Matt. Kai Matt vorgekommen bis auf die 12. Ich glaube, das ist auch eines seiner besten Resultate im Moment. Resultat ist es noch nicht seiner besten Position. Oh! Sind immer noch einige, die immer Probleme haben hier mit der Bremse des Autos. Die ist sowas von diffizil. Oh, jetzt hier nebeneinander Richtung Orange. Ich denke mal, die fädeln sich ein. So, Daniel Streblo jetzt aber hier super gut rausgekommen. Jetzt kommt vielleicht das, was Jens Fendt gesagt hat, da kann man auch mal 2 überholen. Wo da, wo er jetzt gerade ist, muss er eher befürchten. Nein! Oh, ich habe jetzt echt gedacht, ja, der zieht auch hier in der Mitte durch.
Andreas Oehrlich hier, also Wahnsinns-Action. Axel Schweiger hier und Andreas Borde. Aber ich glaube, ja, der Schweiger hat da gerade ein Problem gehabt. Deswegen ist der Borde so schnell da vorbeigekommen, kommt da jetzt auch weg. Mann. So, was ist denn hier los? Wieso ist denn hier so wenig los? Rambo 3, wo ist denn der Rückert hin? Hasse auf 6. Erna auf 7. Auf 9. Wow, da ist eben auch wieder irgendwas passiert. Wollen wir mal gucken, wie das Auto aussieht. Und jetzt erstmal so nichts erkennen. Ja doch, die Seite. Beifahrerseite sieht ein bisschen demoliert aus. Ja, achte mal auf die Rundenzeit. Ja, die 2.19 aus der letzten Runde war schon nicht sonderlich schnell. Ja, 2.25. Ja. So, Achim Krause. Denk mal, das ist wieder mal ein richtig gutes Ergebnis, vor allem fürs Team. Zumal Sascha Landgraf ist auf 4. Und der Alex macht jetzt mal richtig Dampf. Er hat jetzt noch 2,5, fast 3 Runden. Und 2 Sekunden Rückstand auf den Thomas Wickler und war in der letzten Runde 1 Sekunde schneller. Also das kann doch mal richtig eng werden für den Thomas. Ja, aber ich denke mal, Achim ist safe. Wenn er da nicht noch irgendwelchen Mist baut, der hat noch 6 Sekunden Vorsprung vor dem Thomas, beziehungsweise 5,5. Also, wenn der muss ja nicht mehr in die Box, also. Hat auch keine, ja, keine Träumereien im Cockpit, so. So, aber Herzig ist wieder dran an Landgraf. Bevor es da richtig eng wehrt, sollte man doch mal hinten zum Andreas Oehrlich schalten, auf die 13. Weil der hat sich nämlich noch nicht so wirklich damit abgefunden, dass der da eine Strebel in der Arme geholt hat. Ja. Ja, ich staune auch, wie der dem da Paroli bietet. Also entweder hat Streblo jetzt irgendwie, ja, ist aus dem Rhythmus raus oder das Auto hat ein Problem. Weil normalerweise müsste Streblo da schon etwas schneller unterwegs sein. War aber mehr als knapp die Mauer. Ja, jetzt kommt er nicht mehr so richtig ran. Ja, und Alex ist nach wie vor 2 Sekunden hinter Wickler. Also. Ah, er hat für einen bescheidenen zweiten Sektor gerade. Er ist also gar nicht näher gekommen. Letzte Runde sind sie fast gleiche Zeit gefahren. Ja, persönliche Bestzeit von Thomas Wickler, den weiß also, der weiß ziemlich genau, dass er jetzt die Stunde schlägt. Ja. Ja, also hier geht's jetzt, ja, mal gucken noch, wie es hinter der, wie es auf der Camel Straight aussieht, ob er da noch irgendwie sich ransaugen kann, vorbei pressen. Nee, das wird jetzt nichts mehr. Über diesen Körb springen kostet immer 2-3 Zehntel und dann natürlich die Geschwindigkeit. Nee, da passiert jetzt nichts mehr. Schau mal 2 Plätze weiter hinten. Ja, da ist auch nicht. Ja, das ist ein Teamkollegen eigentlich dahinter. Hinter Micha Würz, da ist nämlich der Marco Meyer. Und der macht hier Stress. Aber
spannend zu sehen, dass die Bulettenautos hier immer schön beieinander sind. Schon im ersten Rennen. Da waren sie sogar zu dritt beieinander. Wo ist denn der Dirk jetzt? Ist der weit weg davon? Also mein Timing zeigt mir hier was ganz Komisches bei den ersten drei Plätzen an. Nö, wieso? 64.000? Ja, nee, das stimmt nicht. Ah, jetzt hat es wieder normalisiert, ha. Ja. Nee, das passiert manchmal, ja. Immerhin hat Rambo jetzt auch nochmal die schnellste Rennrunde gefahren in diesem Rennen. Also auch in diesem Rennen die schnellste Rennrunde, 2:17.374. Wobei das noch meilenweit weg ist von der Bestzeit aus dem ersten Rennen. Aber gut, jetzt sind auch die Reifen hin und die hat er ja relativ, ich glaube gleich in der zweiten Runde oder in der dritten Runde hat er ja die 16.7 da gefahren. Jetzt sind wir in der letzten Runde, sollten wir zumindest noch mal einmal ganz kurz auf den G-Cup eingehen. Da führt nämlich der Dirk Sassmannshausen vor dem Phil aus der Chefsieg mit dem Axel Schweiger. Ein Sieg wird dem Dirk nämlich auch gut tun, liegt momentan glaube ich auf Platz 4. Er könnte sich damit mal wieder ein bisschen nach vorne fahren. Ja. Naja gut, der ist ja erst in Ungarn wirklich überhaupt erst in die Top 5 gefahren. Also der war ja völlig aus dem Häuschen. Also der wird sich wahrscheinlich heute einen Kringel freuen. So, und der wird wahrscheinlich auch sagen zu Micha Wirtz, jetzt tu mir den Gefallen und bleib hinter mir. Ja. Obwohl der Micha kann noch vorbeigehen, das ist auch der Marco Meyer. Und dann hat er immer noch den Phil Ostaszewski, der noch 3 Sekunden zurück ist. Also fast 5 Sekunden hinter Dirk jetzt ist. Also von daher 3 Sekunden zurück hinter. Und das wäre mit dem Dirk hätten wir aber auch den vierten Laufsieger im vierten Rennabend. Ne? Also schon klasse. Ja. Wir sind der letzte Runde, ne? Genau. Ja. Naja, wir haben noch ein paar Meter hier. Aber ich glaube, der Alex ist jetzt dran am Thomas. Wir gucken mal. Jo. Na, das wird ja mal ein heißes Finish hier. Er hat aber nicht mehr so wahnsinnig viel Gelegenheit. Besten Stellen sind weg. Busstop. Es bleibt jetzt nur noch die Busstop und ja, wenn Wickler da keine Fehler macht und sich nicht irritieren lässt, und eigentlich ist er ja sehr cool, weil er kommt aus Hamburg. Und wir müssen ganz kurz. Oh, Mist. Ja, da können wir noch mal, so weit sind die nicht weg. Nee, Rambo schafft das nicht. Rambo schafft das nicht. Wir gehen auf die 1 und sagen herzlichen Glückwunsch zu Anne Krause. Endlich mal wieder Thomas Wickler auf der 2, auf der 3, Achim Krause. Coole Sache. Cooles Rennen. Wirklich astrein gefahren. Auf den Plätzen dahinter müsste jetzt gleich der Sascha Landgraf ins Ziel kommen und Robin Hasse ist wirklich ein ganz, ganz starkes Rennen gefahren auf die 5. René Herzig auf der 6, Dennis Erner auf der 7, Julian Siedelbiedel auf der 8, Christian Rückert wahrscheinlich nicht ganz zufrieden mit der 9 und Mike Kolosche auf der 10. Das wäre die Top 10. Weiter geht's dann mit dem Daniel Streblo auf der 11, Andreas Oerlich auf der 12, Sandro Petroschello auf der 13, Keimert 14, Dirk Sassmannshausen auf der 15 und damit aber auch der Sieger des G-Cups, Michael Wirtz auf der 16, Marco Meyer 17, Phil Ostaszewski, 2 Platzierte im G-Cup, Andreas Borde auf der 19, Maxi Wolter auf der 20 und noch mit aufs Treppchen gefahren im G-Cup als Dritter, Jürgen Engelhardt 21, 4 Platzierte im G-Cup, Robert Stratner 22, Axel Schweiger 23, Michael Beetz 24, Tom Krüger 25, Yves Nekos 26, Kurt Mildenberger 27, Frank Flipsen 28, Enrico Herzig auf der 29 und Lars Borkowski auf der 30, wenn sie denn alle so ins Ziel kommen. Ausgeschieden Mario Schiedi, Fred Donke, Steffen Strebte und André Burger, der natürlich dann einen sehr, sehr guten Platz im G-Cup verloren hat. Aber das war doch mal heute mal ein richtig aufregendes Rennen, passend zur Strecke, oder? Ja, war zu erwarten. Das Spa ist immer gut für richtig gute Rennaction. Zumal die
die, ja, die gesamte Beschaffenheit der Strecke halt, das, ja, also wenn was passiert, man kommt, also wenn es nicht gerade die Eau Rouge ist, und selbst da haben wir heute die tollsten Manöver gesehen, um die Autos noch wieder abzufangen, man kommt immer irgendwie noch durch, wenn auch mit einem Schaden oder wie auch immer, aber das, jetzt, das Auto jetzt völlig zerstört irgendwo liegt, das ist hier eher selten. Also, ja, ziemlich coole Nummer, das Ganze. So. Ja, was soll man sagen? Was ein Irrsinn hier. Dann warten wir mal auf unsere Interviewgäste. Ja, da muss man erstmal durchatmen, oder? Ja, definitiv. Also ich staune so ein bisschen, wir haben jetzt hier ein Tool am Server laufen, dass der R-Faktor-Server mit 36 Autos noch nicht mal 800 Kilobyte Upload zieht. Also theoretisch könntest du mit einer VDSL-Leitung oder ja, also mit mehr als einem Mbit kannst du locker 30, 40 Autos hosten. Und finde ich ja schon mal ziemlich cool. Wer weiß, ob das so stimmt. Genau. So, wir hätten jetzt hier langsam gerne mal ein bisschen Besuch. Hier gerade Achim Krause ist im Channel von Alex Rambo. Ja komm, sonst verteilen wir die Rollen. Wen spielst du? So, jetzt wird's langsam voll hier. Nee. Ah, es war... Nee. Ah, Herr Schweiger. So, jetzt haben wir die richtige Liste hier. So, meine Herrschaften, herzlich willkommen hier zum Interview zum 10. Saisonlauf des GSMF Cups. Heute hier aus Spa-Francorchamps. Wir sind wieder mal völlig aus dem Häuschen, weil Hammer, Renn-Action. Im ersten Lauf vielleicht noch etwas verhaltener, aber auch nicht undramatischer als im zweiten. Der zweite Lauf dann, den ich gern wieder Jens überlasse, weil so viel Aufregung kann ich einfach nicht mehr ertragen in meinem Alter. Ja, natürlich auch richtig mit Hammer geiler Action und tollen Szenen und tollen Fights, also fantastisch. Fangen wir mit den Laufsiegern des GSMF Cups an, mit den Drittplatzierten. Wobei man ja jetzt sagen muss, den muss man ja fast dann schon doppelt nehmen, aber ist erstmal egal. Wir bleiben erstmal beim ersten Lauf. Thomas, herzlichen Glückwunsch. Dritter Platz. Und jetzt frage ich dich mal, Christian fährt auf Pol. Und habt ihr, ich meine, das war ja ein Durcheinander da am Anfang. Erzähl mal. Ja, am Anfang, der Start in der ärgeren Kurve, da kannst du nicht viel machen. Also entweder kommst du gut durch oder du lehnst dich an. Aber ja, der Start war dann dementsprechend, ich sag mal, gut. Konnte mich zu Anfang dann aus allem raushalten, gleich nach der Ecke. Rouge hoch das erste Mal, ist auch so ein bisschen kriminell. Ja, und dann hatten wir uns vorne schon so ein bisschen eingefädelt. Dann ging es erstmal darum, den Rhythmus zu finden.
Naja, und dann habe ich mir das mal angeguckt, was Christian und René treiben. Weil da immer nur so mit ein paar Meter Abstand Rouge hoch, das ist nicht wirklich prickelnd. Und ja, nachdem Christian vorbei war, konnte ich dann Druck aufbauen. Dann hat René irgendwann mal den kleinen Fehler gemacht, der gelangt hat, um vorbeizuziehen. Ja, und schwupp, dritter Platz. Ja. War genial. Ja, sehr und, cooler Fight. Ja, und vor allem natürlich auch in Hinsicht aufs Teamergebnis natürlich auch ein richtig gutes Ergebnis, also mit ja, auf Platz jeden 2 Fall. und 3. Ja. Das hat richtig was gebracht. Ja. Christian, mein Lieber, ich sag mal, ich weiß es, bei dir muss man immer erstmal vorsichtig nachfragen, wie so das Wertebefinden ist, aber eigentlich bist du ja immer ganz cool drauf. Christian, Glückwunsch zum zweiten Platz im ersten Lauf. Danke. Den zweiten macht ja Gott sei Dank Jens. Da bist du ja gar nicht mehr. Nee, da bin ich nicht mehr. Nee. Du hattest ja nur mit René doch die, ja, dich einigermaßen auseinanderzusetzen auch. Erzähl mal. Ja, was will man großartig erzählen? Ich habe mich da hinter ihm halten können die ganze Zeit und es irgendwie war es das Gleiche. Ich weiß nicht, ob es vor zwei Saisons war, da habe ich auch mit dem René an gleicher Stelle die ganze Zeit gekämpft und ich habe dann genau gewusst, dass Runde 7, Runde 8 seine Reifen ein bisschen nachgeben werden. Und ja, irgendwann habe ich mir gepackt, genau wie in Sascha Landgraf und ja, und dann ging es einfach ins Ziel. Wunderschön, im Gegensatz zu Rennen 2. Ja, gut. Rennen, wie gesagt, das macht ja Jens. Nee, ich bin ja nicht dabei. Ja, ach so, nee, stimmt, du bist ja nicht dabei, genau, nee, richtig. Wäre aber schon mal ganz spannend zu hören, weil, ja, erzähl mal, Rennen 2, was war jetzt eigentlich der Auslöser, weil du warst ja dann, ich glaube, du warst bis zweimal durchgereicht worden, ne? Ja, einmal der Start, der war richtig schlecht, ich bin einfach zu früh auf die Bremse, weil ich eine Kollision vermeiden wollte, aber das haben dann natürlich 6 Leute gnadenlos ausgenutzt, ganz klar, verstehe ich auch. Und dann gab es ein paar Kontakte mit dem Alex, danach war die Karre einfach krumm und ich hatte Untersteuern ohne Ende und irgendwann hat es mich in der Rouge zerlegt, ja. Und manche legen halt doch einen recht harten Fahrstil dran, wenn sie zum Beispiel auf dem Dreck sind und schmeißen die Tür noch zu, dass es fast kracht und ich habe dann auch irgendwann die Schnauze voll gehabt und habe in René vielleicht ein bisschen unsanft überholt, Entschuldigung René, und Sandro auch, aber ganz ehrlich, der hat es auch nicht anders verdient, weil der hat mich auch zweimal fast von der Strecke gekramt, ganz einfach. Okay, alles klar. Gut. Alex, mein Lieber, über das erste Rennen, ich meine, da bin ich ja jetzt ein bisschen im Hintertreffen, da will ich ja auch Jens nicht vorgreifen. Das war wieder so eine typische Rambo-Vorstellung. Nichts los, irgendwie über 20 Sekunden Vorsprung am Ende. Eine Rundenzeit, eine beste Rennlap von einer 1:16:7, ich weiß nicht genau, ob 3:5 oder 5:3, irgend sowas. Ja. Gib mal ein kurzes Statement, so. Ja, wie du schon sagst, sorry, das erste Rennen war relativ einfach aus meiner Sicht. Mein Ziel war halt Christian versuchen am Start gleich zu überholen und hatte da einen Raketenstart diesmal. Ja, von daher ging mein Plan voll auf und konnte dann relativ schnell einen Rhythmus finden, was sonst eigentlich so ein bisschen mein Manko ist, dass ich so 2-3 Runden brauche, um überhaupt einen Rhythmus zu finden. Und ging im ersten Rennen wie von alleine und konnte dann Top-Rundzeiten fahren. Ich glaube, in der letzten Runde auch nochmal eine 1 oder so. Ja, wenn du halt voll drin bist im Rhythmus, dann brauchst du auch nicht in der letzten oder in der vorletzten Runde denken, machst du ein bisschen langsamer, weil meistens machst du dann eher die Fehler. Mhm. Von daher ziehst du halt voll durch und fährst deinen Stiefel runter. Kannst dir dein Rennen halt so ein bisschen einteilen. Von daher war Rennen 1 relativ spannungslos, für mich jedenfalls. Ja. Definitiv. Da wird jetzt Jens im zweiten Rennen sicherlich mehr zu hören bekommen. Ja, wie gesagt, Glückwunsch an die drei. Kommen wir zum G-Cup. Ist der André da? Ja. Au. Ja, da machen wir es diesmal an und umgekehrt. André, herzlichen Glückwunsch. Sieglauf im G-Cup. Ja, danke schön. Und zwar in einer Art und Weise. Alex, Achim, wenn du tippen musst, dann mute das Mikrofon bitte so lang. Irgendwo eigentlich Platz 9, da warst du irgendwo manifestiert und dann ging es, ich glaube, durch einen Ausfall auf 8, dann auf 7 vor. Ich meine, hast du dir irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwo bei dir der Knoten geplatzt oder ging es am Anfang nur einfach scheiße oder erzähl mal. Also das Rennen lief an sich eigentlich schon vom Start her ganz gut. Ich hatte einen guten Start, bin glaube ich von 14 schon auf 9 dann vor in der ersten Kurve gekommen. Und
durch ein paar Ausfälle bin ich dann ja noch auf Platz 7, fast noch auf Platz 6 teilweise vorgekommen. Und an sich war es eigentlich ein ziemlich einsames Rennen. Und bis zum Schluss konnte ich dann den 7. Platz eigentlich auch ziemlich sicher ins Ziel bringen. Ja, da wollte ich nur im 2. Lauf jetzt nicht haben. Was war der Grund für deinen Ausfall? Ja, ich bin gleich beim Start, habe ich ziemlich viele Plätze verloren und bin dann in Runde 3 oder 4. Runde 3 habe ich einen Fehler gemacht, einen kleinen in der Orange, und bin dann links nicht mehr an der Wand vorbeigekommen, und das war es dann halt. Ja, bitter. Also wird wahrscheinlich dazu führen, dass du die Führungsposition abgibst, aber... Die hat sowieso der Phil. Ja, ich meinte jetzt deine Position, ja, nicht Führungsposition, also deine gute Position, die du dir in Ungarn eingefahren hast, dass du die jetzt erstmal wieder verlierst. Werden wir mal gucken, wie es dann aussieht, wenn wir die Ergebnisse eingepflegt haben. Also toi, toi, toi auf alle Fälle. Ja, und dann haben wir erstmal lange, lange nichts. Und dann kommt auf Gesamtplatz 15 der Phil Ostaschewski. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen. Das sah aber nicht das ganze Rennen nach einem Podestplatz im G-Cup aus, oder? Ja, danke erstmal. Vorneweg möchte ich mich erstmal beim André bedanken, weil der hat mir extrem geholfen in den letzten Tagen. Da sah es bei den Tests überhaupt nicht gut aus, und ohne den wäre ich wahrscheinlich überhaupt nicht in die Top 3 gekommen. Ja, und dann im Rennen selbst, ja gut, nach der Quali sah es halt nicht so aus. Beim Start habe ich ein paar Plätze verloren. Und gut, mein Glück war dann halt, dass sich irgendjemand vor mir gedreht hat, und dann konnte ich mich innen vorbeiquetschen und dann konnte ich ein paar Leute überholen. Ohne diesen Unfall wäre es wahrscheinlich wirklich nicht unter die Top 3 gegangen. Aber ein bisschen Glück muss man ja auch noch haben. Und ja gut, ich meine, dass der Maxi dann halt einen Fehler gemacht hat, ist ein bisschen schade. Weil so wahrscheinlich der Zweikampf in der Wertung ein bisschen verloren geht, aber... Mein Gott, ist passiert. Ich wäre auch ein paar Mal abgeflogen in den Urusch. Ja. Also hier auf der Strecke definitiv. Und es war ja so, dass der Maxi vor dir war. Und wir waren auch gerade irgendwie bei dir, haben dir zugeschaut und das irgendwie kommentiert. Und wir hatten doch irgendeinen Spruch dazu gemacht. Und in dem Moment flog der Maxi dann auch ab. Also, naja, gut. Es ist so. Und ein 2. Platz ist jetzt nichts, wo man sich schämen muss, und toi, toi, toi für die nächsten Rennen. Ja, also absolut nicht. Ich meine, ich habe die Führung weiter ausgebaut und schaut gut aus. Sehen. Ja, kommt ja noch ein bisschen mehr dann. Ja. Dirk, mein Lieber, du bist ja so ein bisschen zum Sympathieträger des Interviews geworden, seit dem Ungarn-Interview. Ich gewöhne mich dran. Jetzt nur Platz 3. Dirk, was war los? War dein Auto kaputt oder was? Nein, total kacke. Ich hatte den Maxi und den Phil hinter mir und ich habe eigentlich gemerkt, der Maxi ist immer größer geworden und mal wieder weg und wieder hin, und habe aber gemerkt, dass die Konstanz so ein bisschen fehlt. Dann habe ich gedacht, okay, ich kriege erst Panik, wenn er dann ganz nah kommt. Und dann habe ich mich in diesem blöden Eck nach Startziel leider mit dem 90-Grad-Winkel genau vor die Kurve gestellt. Ja. Dass ich den Rückwärtsgang benutzen musste, und dann waren die beiden durch, und habe ich gedacht, prima, toll gemacht. Ja. Und das habe ich dann gar nicht mitgekriegt, dass der Maxi dann weg war, weil wir haben ja eigentlich so ein Team und ein Fahrerfight inzwischen gegen Next Gen, weil wir da auch in der Teamwertung recht nah zusammen sind. Also das ist immer schlimm, wenn man so ein Auto irgendwo sieht. Ja, es ist so. Naja, aber immerhin noch Platz 3. Ja. Und ich denke mal, für das Gesamtbild des ersten Laufs dann doch noch letztendlich ein zufriedenstellendes Ergebnis. Ja, auf jeden Dreher Fall. Mal berücksichtigt. Ja. Ne? Das ist gut gelaufen, ja. Ja. Gut, dann waren das unsere 3 glücklichen Podestfahrer, beziehungsweise 2x3 glücklichen Podestfahrer des GSMF und G-Cups. Und ich übergebe voller Freude, voller Vorfreude jetzt an Jens, um das Interview des zweiten zum zweiten Lauf zu hören. Wieso, war da was? Nö. Ja, es war einer in der Box im zweiten Lauf. Ich meine, das kannst du gerne erwähnen. Ich hatte jetzt genügend Zeit, mal wieder ein bisschen hier zu Atem zu kommen.
mir war so ein bisschen die Luft weggeblieben, nachdem was ihr da abgeliefert habt im zweiten Rennen. Also wow, Respekt dafür. Hat riesig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ähnlich viel Spaß, wenn ihr euch das Ganze anschauen werdet. Das ist wirklich sehenswert. Kommen wir mal zu den Platzierten. Alex, dass ich dich so früh im Interview habe, liegt nicht daran, dass ich mit einer falschen Reihenfolge anfange. Du bist tatsächlich nur Dritter. Aber nach dem Rennen kannst du über diese Position, glaube ich, noch glücklich sein, oder? Das war ja mal irgendwann zwischendurch in der Rouge extrem wackelig, hart, ich weiß nicht, haarig. Ja, hart an der Grenze auf jeden Fall. Ja. Ja, wie du schon sagst, also Platz 3, damit kann ich heute mehr als zufrieden sein. Nach dem kleinen Ausritt in der Eau Rouge überhaupt noch da weiterzufahren und Fahrer noch einigermaßen auf der Straße zu halten, war schon mehr Glück als Verstand. Und nee, zweite Rennen war ziemlich schwierig. Im Gegensatz zum ersten, schon der Start war so ein bisschen heikel, weil es ziemlich eng ist im Grid. War und ja, dann ging es halt los und dann waren so ein, zwei Kontakte dabei. Hast du irgendwann, glaube ich, mal den Christian so geradeaus mit in den Dreck geschoben? Dann seid ihr irgendwie beide mit dem großen Bogen gefahren. Ja, war da wahrscheinlich 100% fair von mir. Hab dann aber gewartet und Christian wieder vorgelassen und dann war die Aktion mit René da so ein bisschen, da konnte ich aber, glaube ich, nicht führen, dass ich ihn da an der Ecke habe. Und ja, war halt schwierig. In der Rouge war eigentlich so die Schlüsselstelle in diesem Rennen. Und dann überhaupt noch so weit nach vorne zu fahren, war dann schon die allerletzte Chance oder Rille, wie auch immer. Und da ging auch nichts mehr in der letzten Kurve oder in der letzten Runde. Konnte da zwar Top-Rundzeiten nochmal fahren zum Schluss, um an Thomas ranzufahren. Aber okay, dann letzte Runde habe ich gedacht, okay, letzte Chance ist eventuell noch Schikane vor Startziel, aber ging nichts mehr. Ja, da bin ich mit drei mehr als zufrieden heute. Ja, auf jeden Fall war es eine gute Show. Danke ja, auf jeden dafür. Fall. Ja, Platz 2, Thomas, also freue ich mich riesig drüber. War, glaube ich, nicht ganz so zu erwarten, dass es direkt Platz 2 wird und am Ende, glaube ich, nochmal ganz schön viel Druck von hinten, oder? Ja, wenn du so siehst, dass Alex auf einmal auf P3 ist und dann weiß ich auf jeden Fall schon, das dauert jetzt ein paar Runden, dann ist er dran. Aber dran und vorbei sind ja zwei Sachen. Ne? Das hast du auf jeden Fall gut gemeistert, ja. Genau, also nö, das war ein wirklich klasse Rennen wieder. Ich habe den Start gut hingekriegt, den Platz behalten und konnte mich dann, glaube ich, auf 7 einsortieren vor Eau Rouge. Und habe mir das erstmal angeguckt, was da passiert und bin erstmal in Takt gekommen. Ja, und nachher bin ich wieder gegen René gefahren und konnte ihn wohl in Fehler treiben oder den selber gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall wieder super fair mit René gekämpft. Vielen Dank dafür, das war echt klasse. Ja, und dann P2 nach Hause gefahren. Ja, Gratulation. Ganz, ganz starkes Rennen war es. Wie so oft unauffällig in den Rennen und mit einer am Ende wirklich Top-Platzierung. Klasse. Ja, danke. Achim, großer Fight im ersten Lauf und die Pole dann irgendwie einfach nur umgesetzt, oder wie habe ich das zu sehen? Ja, das zweite Rennen war eigentlich immer Platz halten, ne? Ja, das ist schön, von der Pole den Platz hältst, hast du alles richtig einfach gemacht. Einfach zu halten, genau, einfach den Platz zu halten. Ja, ich musste, Sascha sagte, Alex ist abgebogen, dann hatte ich ein bisschen... Ich konnte mir eigentlich die Reifen auch ein bisschen besser einteilen wie im ersten Rennen. Im ersten Rennen habe ich die komplett ruiniert. War eigentlich unspannend, der zweite Lauf. Ja, deshalb kurz nochmal zum ersten Lauf. Da habt ihr, glaube ich, viel, viel Bewegung gehabt. Du hast dich lange mit deinem Teamkollegen auseinandergesetzt. Habt ihr miteinander gesprochen, wer jetzt letztendlich auf Platz 10 fährt und wer Elfter wird? Ja, also er... Ja, erstmal beim Start, ich hatte eigentlich einen guten Start im ersten Lauf und habe dann einen Schlag bekommen von ihnen und habe mich dann auf Platz, ich glaube, 19 wiedergefunden. Hat natürlich ein paar Runden gedauert, bis ich wieder ein bisschen nach vorne kam und dann kam Sascha, der hatte, glaube ich, auch einen Unfall, war dann auf einmal hinter mir und kam also immer schneller ran. Dann dachte ich, okay, beim ersten Mal habe ich ihn dann vorbeigelassen, war vorbei und dann hat er nochmal einen Fehler drin gehabt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt versuchst du vorne zu bleiben. Dadurch konnte natürlich der Kolosche, der Mike immer näher rankommen. Und der war ja auch noch dabei. War also schon nicht. Ich glaube, der Mike wird heute Abend wirklich irgendwie schlecht träumen. Der träumt, glaube ich, lila oder so. Das hat er teilweise nebeneinander vor ihm war aber geiler Fight. Also
Ja, schön. Und letztendlich nochmal Sieg im zweiten Lauf. Gratulation dazu nochmal. Ja, danke schön. Ja. Kommen wir mal zum G-Cup. Und da haben wir auf Platz 3 den Jürgen Engelhardt. Jürgen, sei mir nicht böse, hatten wir uns schon mal im Interview? Der ist so überrascht, der glaubt das gar nicht. Wollte ich gerade sagen. Gar nicht da? Nö. Doch. So müsste ja, also, da ist er schon. Da ist er. Physikalisch steht er, aber ja, keine Ahnung. Ja, dann mach andersrum oder vielleicht ist er nachher da. Ist auch vollkommen korrekt. Jürgen Engelhardt, ich habe hier in meiner Liste falsch reingeschaut. Jürgen Engelhardt war Vierter. Okay, Maxi Wolter war Dritter. Der darf dann mit mir sprechen. Also okay, Maxi, Platz 3. Herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Aufklären. Ich muss einfach nur mal richtig hingucken. Dabei habe ich heute sogar meine Brille auf. Ja, dankeschön für den Glückwunsch für Platz 3. Zufrieden ist so eine Sache. War mehr oder weniger Schadensbegrenzung nach dem ersten Lauf, nachdem ich herausgefallen bin, also ausgefallen bin in der Eau Rouge, habe ich die Kiste weggeschmissen hinter Phil. Ja, war schade. Phil baut sich natürlich die Führung da vorne weiter aus und P3 war dann heute nur Schadensbegrenzung. Also ich habe letzte Woche auch ein neues Lenkrad gekriegt, musste mich darauf dann erst wieder einschießen und die ganze Woche Training machen. Und so gut wie es geht und gut zurechtkommen tue ich, aber noch nicht so, wie es mit meinem alten Lenkrad war. Ist halt doch noch eine Umgewöhnung, aber ich denke mal jetzt in der Adria oder an der Adria kann ich dann wieder ein bisschen angreifen und kann dem Phil dann mal wieder Kontra geben. Das wäre schön, wir werden es beobachten. Nochmal Glückwunsch zum Podium. Danke. Phil, zweiter Platz. Denke mal, wieder ordentlich Punkte gesammelt. Meisterschaft muss das Ziel heißen, oder? Ja, natürlich. Also wenn ich die Meisterschaft jetzt schon mit so vielen Punkten anführe, dann schaue ich natürlich drauf, ob es dann auch wirklich möglich ist. Also der Maxi ist ja schon vorhin zu mir in den Channel gekommen, der hat es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich muss halt auch noch ein paar Mal ankommen und darf halt auch nicht hier permanent ausfallen. Also es kommen noch ein paar Strecken und ja, muss ich einfach mal gucken. Ja, trotzdem, also ich denke mal wieder zweimal Podium, das ist doch mal ein Ergebnis, mit dem man leben kann, oder? Natürlich, also hier jetzt für Spahn natürlich ist es ein Ergebnis, mit dem ich leben kann, aber ich habe halt in Manicur schon viele Punkte liegen lassen und ja, wirklich zufrieden bin ich nicht, vor allem mit Lauf 2 nicht. Also es hätte durchaus der Sieg sein können, aber durch einen blöden Fehler in der Blanchiment, wo ich dann halt quer durchgefahren bin, habe ich halt den ersten Platz verloren. Das muss man auch erstmal machen. Also, ja, nochmal herzlichen Glückwunsch hier auch zu Platz 2. Wieder mal ein klasse Ergebnis, ohne Frage. Wir werden nicht im Auge behalten. Weil es gibt nämlich mittlerweile so einen Geheimfavoriten, der jetzt auch den ersten Laufsieg hier eingefahren hat. Dirk, das wird dir so langsam irgendwie zur Gewohnheit, dich im Interview zu haben. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Sieg. Dankeschön, den habe ich eigentlich ja geerbt, wie der Phil das gerade schon so schön gesagt hatte. Ich habe auch gemerkt, dass er die paar Runden davor immer schon ein bisschen Probleme hatte in der Kurve und habe gedacht, da muss er auf jeden Fall dranbleiben. Vielleicht klappt es mal noch irgendwann dort. Weil ich glaube, ich war eine Runde oder zwei, war ich schon nebendran. Aber dann hat er sich dann da besser reingebremst in die Schikane. Dann hat es da halt dann mehr oder weniger geklappt. Also ich glaube, sonst wäre ich nicht an ihm vorbeigekommen, weil er einfach zu schnell war. Aber ja, schön. Ja, aber auch das muss man erstmal schaffen, eben in der richtigen Position zu sein, wenn der Vorder mal einen Fehler macht, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war zum Glück eine Kurve, die mir lag. Also die mag ich. Ja, alles richtig gemacht. Ja, Laufsieg, ich hoffe mal, da folgen noch mehr. Sind ja noch ein paar Rennen. Ja, ich bin da dran. Hast du jetzt arbeitet dran? Der Knoten ist jetzt geplatzt, oder? Nee, es ist ja wirklich so. Also so die letzten zwei, drei Rennen habe ich irgendwie das Gefühl, ich weiß was dazugekommen. Also was so Car Control oder wie auch immer man das nennen mag, weiß die Bestie etwas besser zu bändigen. Ja, kann nur so sein. Also nochmal ein herzlichen Glückwunsch nicht nur an die 6, die ich jetzt hier gerade im Interview hatte, sondern an eigentlich alle anderen. Wir haben versucht, möglichst viel zu zeigen, weil gerade im zweiten Lauf gab es nur Grüppchen, die sich irgendwie die Lenkräder um die Ohren gehauen haben. Das war sensationell zu beobachten.
extrem schwer tolerieren, weil man einfach nichts erfassen wollte. Wir haben sicherlich nicht alles zeigen können, aber da bitte uns vielleicht dann gleich was zu sagen, aber das war wieder richtig große Action, die ihr uns da gezeigt habt. Danke. Ja, definitiv. Also einer der Läufe, von dem man, ja, an den man sich erinnern wird. Also es hat einfach Spaß gemacht. Natürlich gab es auch wieder ein paar Szenen, wo ich dann, also den Robert beneide ich diesmal wirklich nicht, wenn er das wirklich durchziehen will in der Blanchiment. Also seid euch mal nicht so sicher bei eurer Position, obwohl eigentlich müssten dann alle jede fast gleiche Anzahl kriegen, dann stimmt es wieder. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also wirklich Hammer. Also es waren einfach spektakuläre Bilder, spektakuläre Szenen und wir haben da richtig viel Spaß gehabt, der Jens und ich. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass wir am 29.04., wo ich höchstwahrscheinlich nicht da sein kann, das müssen wir noch begreifen, Jens. Du bist da übrigens, ach doch, du bist da schon wieder zurück, ja. ja, wie gesagt, das müssen wir mal schauen, wie wir das dann in die Reihe kriegen. Auf dem Adria Raceway. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber fast, dass es das erste Mal ist, dass wir da unterwegs sind. Und das wird sicherlich ein ganz hammergeiles Rennen. Und ich freue mich da richtig, richtig doll drauf. Was mir wirklich am Herzen liegt, ist, wir haben jetzt ein oder andere Mal ein bisschen Kritik bekommen, gerade was das mittlere, hintere Feld betrifft. Es ist, wie Jens hat es schon ansatzweise eben angesprochen, es ist so unglaublich schwierig. Es ist wirklich unsagbar. Es geht überall ganz eng zur Sache. Und natürlich gucken wir dann erstmal nach vorne, dann gucken wir in den G-Cup und dann gucken wir, wo ist es noch eng. Und wir versuchen das schon irgendwie zu zeigen, aber es geht halt nicht, dass jede Szene, die irgendwie zeigenswert wäre, auch gezeigt werden kann. Also bitte seht uns das ein bisschen nach. Wir versuchen wirklich alles, was uns zu zweit möglich ist. Und naja, also es sind, man muss, wie Jens sagte, wirklich eine Gratulation an alle, die hier heute dabei waren, aussprechen, weil es war wirklich ein ganz, ganz tolles Rennen und hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also bis dahin, haben wir irgendwelche Feiertage zwischendurch noch? Nö. Ja, dann sehen wir uns in 3 Wochen. Ne, 2 Wochen sind das ja mehr oder weniger, oder? Genau, 2 Wochen. Ja, und 14 Tage ganz genau, ja, logischerweise. Und ja, dann freuen wir uns doch dann auf den Adria Raceway. Bis dahin, vielen, vielen Dank an Jens. Vielen, vielen Dank vor allem an die Fahrer dieses echt geilen Cups. Und wir sehen uns am 29.04. um 19.30 Uhr.